Zwei Glatzen tanken super. Ein Bulle auf Leberkäseentzug. Einige Streaming-Tipps. Ja, und noch mal ein kleiner Blick auf die Comic-Con. Das soll es für heute gewesen sein. Nicht so klein der Blick. Nee? Das eigentlich schon ein großer Blick. Okay, dann großer Blick. Bis gleich bei KinoPlus. Hallihallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe Kino Plus. Heute mal mit Dennis, mit Etienne und der Simon wird sich uns gleich noch anschließen. Der ist erstmal nur in Vertretung unseres Freundes aus dem Hause. Wie heißen die eigentlich mit Nachnamen? Dino. Die Dinos. Ja, die Dinos, die haben noch Nachnamen. Sinclair. Sinclair. Heute aus dem Hause Sinclair, unser kleiner. Hallo, ich bin Simon. Unser kleines Lichtdubel für Simon Kretschmer, der noch kurz in dem Dreh ist und dann sich gleich zu uns gesellt. Ja, Freunde, es geht. Was habt ihr als letztes gesehen? Was geht ab, Dennis? Richtig viel, tatsächlich. Gestern Mission Impossible Fallout nochmal geguckt. Zu Hause? Ja, weil Sandra den noch nicht kannte und die war irgendwie immer so Mission Impossible, hatte sie keinen Bock. Aber da sie auch ein großer John Wick-Fan ist, dachte ich, vielleicht gefällt ihr der neueste, weil der noch so ein bisschen eher in die harte Action-Richtung geht. Und waren sie doch ganz, ganz begeistert. Ja, und davor halt Hobbs & Shaw reden wir heute nochmal drüber. Once Upon a Time in Hollywood reden wir irgendwann drüber. Ich glaub, zwei Wochen. Aber das, was ich dann noch erwähnen könnte, was neu ist, was vielleicht für viele interessant ist, ist Batman vs. Teenage Mutant Ninja Turtles. Neuer Animationsfilm. Real? Ja, ja, Mann, der ist geil. Ist wirklich gut. Interessanter Stil, leiht sich viele Teile aus den alten Batman-Filmen, aus den alten Turtles-Filmen, nimmt sogar 1:1 Szenen daraus. So eine ganz coole Story, ist auch in der Härte. Ich fand den erstaunlich hart. Ja, schon überraschend hart an vielen Punkten. Wo gibt's den? DVD. Den gibt's auf DVD und Blu-ray mittlerweile. Blu-ray schon. Ist cool gezeichnet, der Stil ist cool. Ich habe den sowohl schon auf Englisch als auch auf Deutsch gesehen. Kann man sich beides ohne Probleme angucken. Auf jeden Fall für jemanden, der Turtles, Batman oder überhaupt Animations-Zeichentrick-Cartoon-Fan-Film ist, eine Empfehlung. Also ich mochte diesen leicht Anime-artigen Stil der Turtles, der hat mir gefallen. Auch wie die halt sich dann halt verhalten haben und gekämpft haben. Michelangelo. Bombe. Wirklich, den fand ich zwar total überdreht und übertrieben, aber der hat so viel Spaß gemacht. Ich habe so gelacht. Ich fand halt die CGI-Elemente von alles, was so mit Batman zu tun hat. Ich denke, es ist ein Animationsfilm. Ja, aber da waren schon ein paar computergenerierte Bilder auch dabei. Okay. Fahrzeuge oder Hintergründe. Ach so, ja, dieses 3D gezeichnet. Genau, und das fand ich leider dann immer ein bisschen. Ja, es hat immer so ein bisschen rausgerissen. Ja. So. Aber ich war echt überrascht, ob der Härte. Weil da kriegen ja Leute wirklich bam, bam, bam. Ja, da werden Exekutionen und einige brutale Szenen sind da schon drin, das stimmt. Ja. Ja. Und der Kampf zwischen Batman und Shredder. Der ist echt gut. So hätten sie mal den Kampf zwischen ihm und Bane machen sollen. Bei Dark Knight Rises. Findest du den Film nicht gut? Den Kampf? Ja, den Kampf. Ich finde ihn schon gut irgendwo. Ich war enttäuscht von dem Kampf. Aber ich muss auch sagen, also ich war ein bisschen enttäuscht. Ich hätte mir so ein bisschen mehr, weiß ich nicht, also der ging mir auf der einen Seite zu schnell und ich hätte mir auch so ein bisschen mehr Schlagabtausch gewünscht. Einfach, dass man sieht, okay, da sind schon zwei Leute auf Augenhöhe. Ja, aber genau, aber darum halt geht's ja nicht durch den Fokus Film. So. Da geht's ja um den, da geht's ja leider dann praktisch drum, dass Batman eben nicht mehr auf der Höhe ist. Ne? Ja, aber es ist halt der Story geschuldet. Imposant genug. Ich fand, das sah irgendwie aus wie so zwei Rentner, die miteinander catchen. Ja, also wenn du verstehst, ne, bei Shredder und Batman, das sind so, da merkst du halt richtig zwei Muskelpakete und ich meine, Batman ist halt einfach nicht darauf vorbereitet, weil er ihn nicht kennt. Aber da sind so zwei Leute, die verletzen sich gegenseitig und müssen einsehen, okay, so leicht können sie den anderen nicht irgendwie hinkriegen. Und bei Dark Knight Rises hätte ich es halt gut gefunden, wenn er so gesehen, ja, er ist out of focus, so, er hat irgendwie den Überblick verloren und ist vielleicht auch eine Spur zu impulsiv und verliert genau deswegen. Weißt du? Aber nicht unbedingt, weil er halt einfach so schwächer ist oder so. Ich meine, ja, wir sehen halt in Dark Knight Rises, es bringt halt die Geschichte mit sich, dass er am Anfang da so halbwegs aus dem Ruhestand kommt und sich das Bein damit mit irgendwie einer Schiene oder beziehungsweise mit dieser Elektroschiene da zusammenhalten muss. Aber wie gesagt, ne, ich hätte einfach irgendwie ein bisschen mehr Wucht einfach hinter diesem Kampf gewünscht, mir gewünscht. Das ist alles. Ist ein guter Kampf in meinem Animationsfilm. Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ja.
Ja, ich habe nur Sachen gesehen, über die wir heute nicht reden wollen. Midsommar habe ich als letztes gesehen. Doch, über Midsommar kommen wir ein bisschen reden, weil der kommt halt echt auch erst spät. Ja, also, ja. Wann kommt der ins Kino? Boah. Im September? September, ja, ich meine, der kommt im September. Ja, der ärgert also Midsommar ist auf jeden Fall der neue Film von Ari Aster, dem Regisseur von Hereditary, dem Überraschungshorrorerfolg von letztem Jahr war es, ne? Ja. Letztem Jahr. War der erfolgreich? 26. September. Ich würde den als erfolgreich bewerten. Also ich habe das Gefühl, der hat richtig gespalten, so die Leute. Entweder fanden die Leute ihn richtig kacke oder richtig gut. Also ich glaube, in den Kinokassen, hier auch in Deutschland, war er nicht der große Hit. Da hat er nicht so viele Leute reingegangen. Also ich würde den definitiv auch als einen Horrorerfolg Also zeichnen, kritisch gesehen zumindest, also ja. Von Kritikern und so wurde er auf jeden Fall gefeiert. Ich fand ihn gut, aber jetzt auch nicht überragend, so wie er teilweise gehypt wurde. Aber ja, Midsommar, schwierig. Also ich muss sagen, es ist einfach nicht so mein Cup of Tea. Ich glaube, das trifft es am besten, weil ich will dem Film nicht seine Qualität absprechen. Ich finde auch Ari Aster merkt man schon, dass der Typ irgendwie wirklich was drauf im Kasten hat, gerade so was Inszenation. Ein zweiter Film. Ja, was Inszenierung angeht, so da sind schon viele Sachen, wo ich sage, wow, da erkennt man schon auch eine Handschrift, was du ja eh schon selten hast heutzutage. Und er kann auch schon einem, das hat man auch bei Hereditary gemerkt, er kann so einzelne Szenen oder Situationen kann er schon so machen, dass die sie richtig an den Magen gehen. Allerdings muss ich sagen, bei Midsommar ist halt wirklich 3 Stunden, ich habe in meinem Letterboxd-Review geschrieben, es ist eigentlich eher ein Gefühl als ein Film. Er schafft es, ein Gefühl zu darzustellen. Aber als Film, muss ich sagen, haben mir da schon ein paar Sachen gefehlt. Also zum einen war die Story, es gibt eigentlich keine richtige Story, wenn du so willst. Die Charaktere auch sehr dünn verhältnismäßig. Und dann geht's halt 3 Stunden lang fast, oder sagen wir 2,5 Stunden lang oder 2 Stunden lang wird da, es geht halt um ein Pärchen, das nach Schweden geht zu so einem vermeintlichen Midsommarfest. Midsommarfest und es stellt sich halt raus. Es ist halt, ja, genau. Und dann gibt's da halt so. Es geht so in die Wicker Man-Richtung. Es passieren lauter weirde Sachen und es ist halt irgendwie so ein bisschen auch so ein Sektending mit Tänzen und Gesängen und Flötenspielen und weiß ich nicht was. Und es ist auch alles okay, aber es war mir einfach too much. Also es ist wirklich so 2 Stunden lang und es passiert aber einfach auch nichts anderes. Es wird sehr viel Foreshadowing betrieben, es wird sehr viel so eine Drohkulisse irgendwie aufgebaut und am Ende ist dann der Payoff für mich. Da war ich schon fast rausgerissen und der Payoff hat es dann auch für mich nicht mehr rausgerissen. Dafür war das dann auch irgendwie, weiß ich nicht, mich hat er nicht einfach, ich habe da auch einfach was anderes erwartet. Zumal die ersten 20 Minuten eher so Hereditary-mäßig anfangen. Und die sind echt stark. Und die waren echt stark und ich dachte, wow, okay, das könnte hier richtig fieser Film werden. Der Anfang ist wirklich richtig stark. Stark im Sinne von heftig geht an die Magengegend. Ja, ja. Sowohl als auch, als sowohl, Inszenierung. Also Inszenierung, Atmosphäre, Wirkung. Alles. Also das wirkte alles, wo ich gedacht habe, okay, das könnte richtig interessant sein. Und dann wird der Film aber komplett anders. Und da war ich dann schon auch, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich auch vielleicht einfach aufgrund meiner Erwartungshaltung ein bisschen enttäuscht, weil ich wirklich einen klassischen, naja, nicht klassisch, ich habe jetzt kein Blumhouse Productions erwartet, aber ich habe schon einen Horrorfilm im Stile von Hereditary irgendwie erwartet. Und jetzt nicht eher sowas wie Melancholia oder Mother oder irgendein Artsy-Ding so. Und in die Richtung, finde ich, muss man den eher einordnen. Es ist auf jeden Fall schon ein künstlerischer Film, der sich viel Zeit lässt, der auch tatsächlich sogar, finde ich, eher lustig ist, als dass er gruselig ist. Also es gibt einfach wirklich auch ein paar schwarzhumorige Szenen. Und ich habe mich nicht gegruselt in diesem Film. Nicht gegruselt und auch nicht wirklich. Es gab, außer wie gesagt, in den ersten 20 Minuten, wo was passiert, wo ich gedacht habe, okay, das geht mir tatsächlich nah, aber danach war für mich so. Du grinst die ganze Zeit so. Fand den nicht heftig. Das ist eigentlich ein bisschen, habe ich ein bisschen mit gerechnet. Deshalb. Aber es ist kein schlechter Film, aber ich weiß nicht. Ich habe halt nur von André gehört, also André Hecker, dass er sagte, dass der halt, was cool an dem ist, dass der so eine bedrohliche Stimmung schafft, obwohl der Film sehr hell ist, im Gegensatz zu Hereditary. Das ist ja ein sehr dunkler Film, also immer in nachts und immer dunkel und Midsommar ist ja komplett weiß mit hellen Farben und sowas. Das fand ich zum Beispiel, viel wirkungsvoller. Ich fand genau diese helle, strahlende Kulisse und das Geile ist, der schafft es, diesen Film so hell und strahlend sein zu lassen, ohne einmal ein Bild zu präsentieren, wo du die Sonne siehst. Du siehst nicht einmal die Sonne.
In keinem einzigen. Es gibt auch keinen einzigen Jumpscare zum Beispiel. Ja. Doch einen einzigen, glaube ich. Oder so. Aber finde ich ja immer, das ist natürlich das, was mich am meisten holt, wenn die Filme eben damit nicht mehr arbeiten, sondern es nur über die Stimmung. Aber er hat halt auch, meiner Meinung nach, also mich hat die Stimmung nicht so gekickt, weil es mir einfach auch ein bisschen. Aber das ist vielleicht auch eine Frage, wie man sich drauf einlassen kann. Weil ich bin zum Beispiel so, was so auch Rituale und Religion und sowas angeht, ich brauche halt nicht 3 Stunden ins Kino zu gehen, um festzustellen, wie albern das alles ist. Also ich kann damit eh nichts anfangen. Und ob jetzt Leute, weiß ich nicht, einen ans Kreuz genagelten Typen feiern oder irgendein fiktives Buch oder irgendwelche Runen oder weiß ich nicht, Blumen oder es ist für mich alles das Gleiche. Es ist halt einfach Schwachsinn. Und es ist einfach saudumme Scheiße. Und deshalb kann ich damit nichts anfangen. Und es gruselt mich auch nicht, weil ich weiß ja, dass es in der echten Welt gibt es ja genug Kulte und Sekten und Religionen und ja, mein Gott, also mich. Aber wenn du auch sagst, dass du den eher in der Richtung Mother zum Beispiel einordnen würdest, würde ich jetzt mal denken, dass der vom Zugang her für den normalen Horrorfilm-Zuschauer vermutlich noch schwerer zu greifen ist als ein Hereditary, oder? Ja, ja, ja. Dann könnte man ja theoretisch, und in dem Film jetzt irgendwie Unrecht zu tun, eigentlich davon ausgehen, dass der floppt. Ja, oder? So. Wie gesagt, also nicht Hereditary floppt, aber war auch im Kino kein Hit. Also auf jeden Fall in Deutschland hat der ja, nicht was ich meine, das wäre natürlich schade, wenn der jetzt 2 Filme rausbringt, die handwerklich super sind, die finden ihr Publikum, aber er dann irgendwo nicht den finanziellen Erfolg bekommt, den er vielleicht verdient, um weiter solche Filme, weil natürlich kann er, ich weiß nicht, was der jetzt gekostet hat, aber wenn er weiterhin eher so im Mid-Budget-Bereich solche Filme macht, ist ja alles cool. Aber du möchtest ja natürlich auch, dass so jemand irgendwann vielleicht mal den Sprung schafft, aber so, du wenn musst, er Potenzial hat, oder? Ich weiß, ich kenne die Geschäftsstrategie jetzt nicht von A24. Aber ich glaube, also meine Vermutung ist einfach, dass wenn sowas wie Hereditary kommt und jetzt auch sowas wie Midsommar, also beziehungsweise Hereditary sorgt dafür, dass die Welt schon mal ein bisschen aufmerksamer ist auf Midsommar, als die zuvor auf Hereditary war. Ja. Weil eben Hereditary so einen Fußabdruck hinterlassen hat. Der wurde von den Kritikern gefeiert und auch viele Menschen, sage ich mal, im Horrorbereich, die halt schon viel gesehen haben, die sagen halt auch, ey, ist ein cooler Film. Es gibt auch eine Menge, die sagen, ey, das ist mir die strunzlangweiligste Scheiße, die ich jemals gesehen habe. Will ich gar nicht in Abrede stellen. Aber du schaffst ja eine gewisse Aufmerksamkeit. Und diese Aufmerksamkeit, glaube ich, wird sich jetzt ein bisschen niederspiegeln im weltweiten Einspielergebnis. Das glaube ich schon. Ich glaube, der wird schon mehr Leute und mehr Geld in die Kassen holen als zuvor Hereditary. Und dann geht es ja noch weiter. Vermarktungsrechte in alle möglichen Länder, auf alle möglichen Plattformen, über DVD und Blu-ray und so weiter und so fort. Und das schafft ja wiederum eine Aufmerksamkeit auch für A24. Sodass A24 ja, wieder Geld kriegt, um den nächsten Film finanzieren zu können und wieder einen Film zu machen. Aber ich glaube schon, dass da auch eine Gefahr ist. Also gerade nach Hereditary, es kommt natürlich auch darauf an, wie er vermarktet wird. Aber ich bin mir sicher, dass es heißt, ja, der gruseligste Film, der je gedreht wurde und bla, irgendwie, und vom Macher des schockierendsten Films von 2019 oder 18. Also so Sachen, so werden solche Filme ja dann auch angepriesen. Das muss ja noch nicht mal auf dem Mist von A24 wachsen. Aber so wird er angepriesen und ich glaube schon, dass dann der ein oder andere enttäuscht aus dem Kino kommen wird. Wird er so angepriesen? Hast du das schon mal gesehen? Ich weiß es nicht, aber ich gehe davon aus. Also ich bin nur, ich habe mich extra nicht schlau gemacht, was bei ich auch, ist. Ja, und ich bin der festen Einnahme ausgegangen, natürlich, ich kannte Hereditary und ich finde, der Film spielt ja auch damit. Wenn du dir die ersten 20 Minuten ansiehst, die könnten ja direkt aus dem Hereditary-Universum sein. Und dann geht der ja quasi, biegt der ja ab. Und da kann ich mir schon vorstellen, dass ich nicht der Einzige bin, der trotz der Qualität, die der Film dann vielleicht hat oder so, dass man was anderes erwartet. Ich meine, der war ja auch teilweise lustig. Das ist ja fast schon eine Dark Comedy. Also ich will es nicht Comedy nennen, aber es gab mindestens 3, 4 Stellen, wo das gesamte Kino gelacht hat. Das gab's bei Hereditary nicht. Die waren auch für sich. Ja, aber das meine ich halt. Und die sind wahrscheinlich auch bewusst so gewählt werden. Ich glaube nicht, dass das unintentional Comedy war. Und deshalb kann man schon sagen, dass die Leute, die da reingehen und denken, wow, das ist der neue Film von dem Hereditary-Typen. Weißt du, man geht ja in solche Filme rein, das ist der neue Film von dem Typen, der das gemacht hat. So empfehlen wir uns ja auch Filme. Ja, ja, aber findest du, dass man anhand, ich weiß nicht, was ist denn dann so, oder was beinhaltet die Erwartung, wenn du sagst, das ist der neue Film von dem Hereditary-Typen, weil dann weißt du halt, okay, das ist auf jeden Fall ein Film, der sich sehr viel Zeit lässt, um Stimmung und Unwohlsein zu generieren. Also zumindest für mein Verständnis. Also wenn du sagst, ey, Midsommar, ne, das ist der neue Film von dem Hereditary-Typen, dann weiß ich, okay, Hereditary hat lang gebraucht, hat nicht so sehr auf Jumpscare gesetzt,
hat irgendwie versucht, die Figuren zu entwickeln und das Drama irgendwie da rauszukitzeln, was halt noch drin steckte so. Und da würde ich ja jetzt kein Horrorfilm per se oder kein Jumpscare-Fest per se erwarten, weißt du? Nee, Horrorfilm nicht, aber irgendwie auch, es stimmt schon, Elemente davon sind auch wiederzuerkennen. Aber ich würde aber auch nicht 2 Stunden Blümchenwiese und Flöten und Tanzen erwarten. Also, das ist ja so krass. Also, es ist ja, ich habe ja wirklich teilweise gesehen und habe gesagt, okay, ich hab's langsam gerafft. Wir sind hier in einem Kult und alles ist weird. Ich hab's gecheckt. Und dann geht's noch 2 Stunden weiter, Alter. Und irgendwann war halt einfach der Punkt, wo ich sag, passiert auch noch mal. Was ist denn hier eigentlich los? Und die haben's so, er hat es so lange gemacht, bis ich komplett das Interesse verloren habe an den Geschehnissen. Dann sind irgendwelche Hauptdarsteller sind nicht mehr aufgetaucht. Und ich habe mir gedacht, ja, ey, ganz ehrlich, weißt du, was ich, ob die in Baum mittlerweile sind oder ob die nach Hause sind oder was. Ehrlich gesagt, die sind einfach nach Hause. Ja, ohne Scheiß, wo ich mir gedacht, es ist ehrlich gesagt, es ist, mittlerweile ist es mir, es ist mir gleich, ja. Es hat mich nicht mehr, bei Hereditary war ich so in dieser Familie verstrickt und in den Konflikten dieser Familie und ich konnte da nicht rauskommen. Bei Midsommar war ich nicht mit irgendeiner Person besonders verknüpft. Am Ende habe ich mir gedacht, ja, okay, dann ist es halt so. Also, und das ist so ein bisschen, was halt schon der Unterschied ist. Ja, aber dann ist es halt so. Ja, dann ist es halt so. Ich habe heute noch das, wie heißt sie, aus Hereditary, Chloe? Toni Collette. Toni Collette, ey, ich kann jetzt die Augen schließen und ich habe immer noch das Gesicht vor Augen, wie sie unterm Balken hängt. Alter, das hat sich so, das hat sich so eingebrannt und ihr Schrei im Bade, das ist die Szene. Die krasseste Szene ist, als der Junge von ihrem Schrei wach wird, wenn er ans Auto, wenn sie ans, wenn er ja, ins Auto entdeckt. Und sie auf dem Boden so hin und her. Das ist eine der schlimmsten, Szenen, auch, an die ich mich erinnern kann. Eine Szene, die sich bei mir eingebrannt hat, tatsächlich bis ins Mark, ist die Szene. Ich glaube, da hat er entweder einen Albtraum oder er hat einen Albtraum, wo sie dann halt vor seinem Bett steht und ihn anschreit, dass sie ihn nie gewollt hat. Ja. Das fand ich, weil sie auch wie giftig sie in diesem Moment ist, das fand ich einfach viel zu heftig. Das ist halt, da habe ich halt auch direkt einen Flashback an meine Kindheit gekriegt. Hat meine Mutter halt auch dauernd gesagt. Okay, wir nehmen uns eine kurze Atempause, um das zu verkraften. Ein super Spot, bis gleich. Bitburger. So gut kann Bier schmecken. Mit bestem Bitburger Siegelhopfen verfeinert. Und deshalb bitte ein Bit. Jo, willkommen zurück zur heutigen Ausgabe Kino Plus mit Dennis, Eddie, Simon kommt gleich und mit mir. Ja, so viel zu Midsommar. Ich will nur einen kurzen abschließenden Satz sagen. Ich muss sagen, bei mir hat es ein bisschen mehr gewirkt. Also, aber ich habe auch ein paar Kritikpunkte, die hat Eddie aber schon angesprochen, die will ich jetzt nicht wiederholen. Und also gerade was das Unterfüttern von Figuren angeht. Aber ich muss sagen, mich hat die Story doch ein bisschen, also die Stimmung hat mich doch ein bisschen mehr erreicht und gefesselt so. Also deswegen, aber da werde ich dann auch zu der entsprechenden Ausgabe wahrscheinlich noch viel sagen. Ja, wisst ihr, was ich gesehen habe? Alles. Ein Film davon, also von diesen allen, der dir aber auch gefallen wird, glaube ich. Oder den, glaube ich, schon magst. Blinde Wut habe ich mir angeguckt. Oha. Mit Rutger Hauer. Wie heißt der im Englischen? Blind Fury. Ich glaub, den kenne ich gar nicht. Der blinde Schwertkämpfer. Blinde Wut? Mit, hier, wie heißt der kleine Junge aus Baywatch, der Sohn von Mitch Buchanan? Brandon Call. Der spielt da hier einen kleinen Sohn, auch wieder einen kleinen Sohn, vom ehemaligen Kriegskameraden von Rutger Hauer, der im Vietnamkrieg erblindet ist und dann von einem Dschungelvolk zum Superschwertkämpfer ausgebildet worden ist. Ja, ich guck gerade den Trailer, den kenne ich gar nicht. Den kennst du nicht? Nee. Alter, ja, was ein bisschen schade ist, der war bis vor kurzem noch auf Amazon Prime erhältlich. Ach. Und sogar ungeschnitten. Ungeschnitten. Kenn ich den? Und ich würde mich wundern, wenn du den nicht kennst. Also, ich würde mich so wundern, wenn du den nicht kennst. Nicht sicher. Es macht nicht Klick irgendwie. Ne? Ja, und Rutger Hauer kehrt nach Amerika dann irgendwann zurück, um
seinen Freund zu besuchen und dabei lernt er halt, stellt er fest, dass der Freund, dass der gespielt von übrigens Terry O'Quinn, also John Locke aus Lost, dass der inzwischen in Reno bei irgendeinem Casino als Chemiker arbeitet, um dort irgendwelche Drogen herzustellen. Beziehungsweise eine Droge herzustellen, die original aussieht wie Blue Sky aus, also nicht original, aber schon, wie gesagt, blaue Kristalle enthält. Was ich sehr lustig fand, dass John Locke Blue Sky kocht, noch bevor Lost oder Breaking Bad jemals ein Thema war. Naja, und dann geht's halt darum, dass Rutger Hauer den kleinen Sohn zu John Locke bringen will und den Tag gut enden lassen möchte. Und sich halt dann halt mit seinem Schwertstock gegen allerlei Bösewichte zur Wehr setzen muss. Toller Film. Ja, cool. Kenn ich glaub, super, ich kenn typischer 80er B-Movie fast. Ja. Philip Noyce, den kennt man doch auch. Also, ist tatsächlich manchmal ein bisschen blutiger als diese typischen 80er-Jahre-Action-Comedy-Flicks. So, ja. Also, da sind werden schon Hände. Ist auch kein Comedy-Film, oder? Also, Action-Comedy. Also, wenn man sich Rutger Hauer manchmal anschaut, wie er im Café irgendwie oder in dieser mexikanischen Kneipe, dann hier die Jungs, die ihn anpöbeln, so als Blinde. Er hat halt so eine Situationskomik, ne? Naja, da sind schon, und er grimassiert auch und albert so ein bisschen rum, so irgendwie, was ist passiert mit mir? Und keine Ahnung. Also da sind schon ein paar schräge Momente drin, wo du dir denkst, okay, wie passt das, wenn du halt vorher gesehen hast, wie dieser einem halt, bevor die Knarre abdrücken konnte, eben die Hand abgesäbelt hat, so, ja? Also manchmal ein bisschen schief im Ton, finde ich. Aber trotzdem, ich habe den früher, als kleiner Junge, habe ich den rauf und runter geguckt. Ja? Ja, permanent, immer wieder rein. Ich fand's halt geil. Der blinde Schwertkämpfer, ich meine, Satuishi. Stand Daniel immer an der Bushaltestelle und hat gefragt, wann Rutger Hauer kommt und ihn mitnimmt. Kennt ihr noch die Jugger? Ja, klar. Auch mit Rutger Hauer. Ja, der arme Mann. Möge er wirklich in Frieden ruhen, hat schöne Filme gemacht. Ey, Jugger war immer was. Der lief immer auf RTL in der 65-Minuten-Variante. So. Das war leider ein bisschen schade. Ja. Hiermit auch mit hier Vincent D'Onofrio, ne? Mit dem Private Paula bzw. dem Kingpin aus Daredevil zum Beispiel. Und Joan Chen. Das weiß ich noch. Ich kenne Joan Chen. Gut. Freunde, es ist Anfang des Monats. Wir haben heute den 1. August, wenn ich das richtig mitbekommen habe. Deswegen haben wir mal wieder beschlossen, ein paar Streaming-Tipps abzuliefern. Ich weiß gar nicht, was ich geschickt habe. Haben wir eigentlich mittlerweile einen Jingle? Stream it? Komm, Eddie, sing mal was. Stream it! You gotta stream it! So, wir haben uns mal ein bisschen die Filmlisten durchgeguckt von Netflix und Amazon und haben ein paar Perlen rausgesucht, die wir ja euch unter die Augen jubeln wollen. Hast du die Daten, die wir dir geschickt haben? Die Daten. Nein. Ich glaube, ich habe sogar im Kopf. Du hast es im Kopf, ja, weil ich rufe sie ansonsten gerne nochmal auf. Dann darfst du auch mal anfangen und ich würde sogar sagen, du fängst an mit einem Film, den Etienne ebenfalls ausgewählt hat. Oh. Er ist von Sam Raimi und startet auf Netflix. Was kann ich euch jetzt noch mehr sagen, ohne dass ihr. Es kommt eine Ziege oder ein Esel drin vor. Mhm. Ja, Drag Me to Hell. Genau. Sam Raimi, damals nach Spider-Man war das ja, im Prinzip. Wir hatten ja Sam Raimi, der Mann von Tanz der Teufel, hat ja dann, sag ich mal, einen sehr kommerziellen Weg eingeschlagen mit den Spider-Man-Filmen und hat sich dann quasi auf der Höhe seines Erfolgs, ich weiß nicht, glaube ich, zwischen Spider-Man oder nach Spider-Man 3. Ich glaube, es ist nach Spider-Man 3. Hat er dann noch mal im Prinzip einen Film gemacht, der im Prinzip ein Spin-off von Army of Darkness sein könnte, würde ich mal sagen. So, es ist kein Tanz der Teufel-Film, aber er könnte im gleichen Universum spielen, finde ich. Ja. Und ist auf jeden Fall eine Horror-Komödie, die halt meiner Meinung nach alle Trademarks von Sam Raimi eben trägt. Mit teilweise wirklich gruseligen Szenen, teilweise aber auch sehr lustigen Szenen, gut inszeniert. Ekelhaft? Ja, alles Mögliche, so ein bisschen Splatter. Yeah. Wenn im Auto, wenn die Alte sie übers Gesicht leckt und sie die Zähne dann irgendwie noch im Mund kriegt oder so. Und halt wirklich auch ein bisschen gruselig, dann aber auch immer wieder lustig, dann wieder auch sehr actionreich und sehr schnell und so. Halt alles das, was ich eigentlich an Sam Raimi und auch an Evil Dead und so weiter mag. Und wer die Serie zum Beispiel auch kennt, die Evil Dead-Serie, der wird es da auch auf jeden Fall wiedererkennen. Also für Fans von Sam Raimis Evil Dead-Geschichten, finde ich, kann man getrost auch mal Drag Me to Hell gucken. Ich mag den sehr. Er ist halt nicht so hart wie nein, zum Beispiel. Nee. Ich weiß, dass damals, als der rauskam, auf jeden Fall die Kritiker den auch so gelobt haben, zu einer Zeit, wo Horrorfilme auch gerade wieder so ein bisschen
gar kein großes Thema waren, dass die gesagt haben, Sam Raimi bringt halt den klassischen Horror, wie man ihn damals kannte, irgendwie zurück. Und ich habe den letztens jetzt auch noch mal geguckt auf Blu-ray. Ich finde, der funktioniert heute, also gerade heute auch, weißt du, wenn du in diesen ganzen Conjuring-Geschichten bist, ist der auf jeden Fall auch noch mal eine gewisse Abwechslung. So Zumal er auch tatsächlich, so blöd es klingt oder so merkwürdig es klingt, er macht mehr Spaß. Ja, das ist halt dieses typische Sam Raimi-Ding, ne? Also, dass ich finde ja auch, dass, wenn man jetzt nur, um den kurzen, die Kurve zu nehmen, dass auch der Sam Raimi-Film, Der Zauber von Oz, in vielen Momenten sehr diese typischen, der hat ja auch sogar einige Jumpscares, dieser Wizard of Oz-Film, wo du merkst, okay, Sam Raimi hat so eine ganz eigene Art, Regie zu führen. Und das Interessante bei dem Film ist ja auch, dass er hatte das Drehbuch mit seinem Bruder geschrieben und die haben das ja sogar vor Spider-Man, haben die das Drehbuch zu dem Film geschrieben. Und dann hat er halt das Angebot für Spider-Man bekommen und hat erstmal die Spider-Man-Filme gemacht. Den Oz habe ich nie gesehen. Der hat am Anfang eine schöne Sequenz, die halt sehr schön an Tanz der Teufel erinnert, wenn er da in diesem Ballon hockt und diese Splitter aus dem Sturm in seine Ballonkapsel oder Gondel da reinfliegen. Das ist so 1:1 Tanz der Teufel. Aber Drag Me to Hell, ich fand den auch, also ich war auch zu der Zeit, wo ich den das erste Mal gesehen habe, gleichermaßen echt geschockt und gegruselt, wie ich eigentlich lachen musste. Der löst eigentlich irgendwie. In dem Augenblick, wo es dir richtig schlecht geht, holt er dich wieder mit so einer gewissen Lockerheit ab. Gerade die Szene in dem Auto ist ja ein Hin und Her zwischen, wo du dich ekelst und dir fast in die Hose machst und dann auf einmal eine Szene kommt mit dem Lineal, wo du denkst, okay, jetzt ist wieder alles gut. Das hat so ein bisschen auch was, finde ich, von der alten Peter Jackson-Schule, so Bad Taste und Braindead, wo halt sich immer so Ekel, Horror, das ist jetzt ganz scharf am Tod vorbei, so diese Momente, die sich alle in einer Szene irgendwie vermengen. Ja, die sind ja auch mehr, also die sind ja auch durchaus, kommen die ja aus dem gleichen Genre, die beiden. Ja, klar. Also da gibt es auch diese bei der Seance, ohne das irgendwie vielleicht, falls jemand noch nicht gesehen hat, nicht zu spoilen, so eine Tanzszene und so eine, wo du denkst, okay, was ist, also ja, oder sowas halt, da jetzt einzubauen, ist halt typisch Sam Raimi. Oder halt die Lache, ne? Ja. Fand ich ziemlich geil. Aber ansonsten, ich finde halt, mich kriegen sowieso mal alte Frauen mit einem kaputten Auge, kriegen mich in jedem Horrorfilm irgendwie da. Alte Frauen und junge Mädchen mit nassen, langen, schwarzen Haaren. In jedem asiatischen Film gibt es diese Mädchen mit langen, nassen, The Ring und wie sie alle heißen, die so dann ins Gesicht hängen. Weiß nicht, warum uns das so viel Angst macht, aber ich habe vorgestern extra, wo ich den ausgesucht habe, mir noch mal eine Featurette angeguckt, wo ein relativ langes Interview mit der Schauspielerin war, die Gianosch, die Oma gespielt hat. Und die sagte, die hat so hat zugesagt, und hat halt nur einen ersten Auszug bekommen und ist dann ans Set gegangen und hat das ganze Skript gesehen und hat gesagt, oh, das passiert also alles noch. Oh, das passiert alles noch. Ja gut, mache ich halt einfach. Und die wussten überhaupt nicht, dass es alles noch so krass werden würde. Aber ich finde gut, sollte man unbedingt schauen, finde ich. Ist deswegen auch eine Empfehlung von mir. Okay, wer macht weiter? Du. Ich? Ja, wir hatten jetzt beide. Okay, dann würde ich jetzt auch noch mal einen Horrorfilm auf die Liste packen, denn jetzt muss ich das, was hab's darum verpeilt? Shit. Auf Netflix startet demnächst Videodrom von David Cronenberg, einer seiner frühen Filme. Habe ich das richtig? Ja, Netflix. Und den Film habe ich jetzt mal rausgepackt, weil das ist ein Film, den konnte man hierzulande sehr lange Zeit nicht gucken. Der war nämlich für 35 Jahre auf dem Index, hat es jetzt erst vor kurzem vom Index geschafft und wurde von Indizierung auf FSK 16 eingestuft. Hier geht es um unter anderem James Woods, der spielt in einer, ich weiß nicht, in Kanada, Vancouver, Toronto, keine Ahnung, spielt er den Chef eines Fernsehsenders, der sich sehr auf Shock Value, auf extreme, sag ich mal, Programme festgelegt hat. Also er will den Zuschauer eigentlich permanent schocken und nur noch Sensation und Ekel und Sex und so weiter. Also es ist das reinste Sensationsfernsehen. Und der ist immer auf der Suche nach irgendwas Neuem und findet dann dabei auch, oder beziehungsweise kommt dabei in Kontakt mit einem neuen Sender, der muss erst entschlüsselt werden, namens Videodrom. Und auf diesem Sender werden halt wirklich perverse Folterspielchen und so weiter gezeigt irgendwelche sexuellen, krassen Szenen und bla bla bla. Und er stellt halt Nachforschungen an, während seine Freundin, eine Radiomoderatorin, sich tatsächlich so davon begeistern lässt, dass sie halt Teilnehmerin in dieser Videodrom, in diesem Sender, also in diesem Programm sein möchte. Also sie versucht sich damit zu bewerben. Und ich will jetzt nicht zu viel verraten, denn dieser Film ist schon so ein bisschen Mindfuck, weil man am Ende nicht so genau weiß, was Cronenberg da eigentlich aussagen wollte. Er war im Kino kein großer Hit.
ist in Deutschland gar nicht erst im Kino erschienen, sondern wurde direkt irgendwie auf Video rausgebracht und da auch dann direkt beschlagnahmt. Und jetzt, wie gesagt, nach, glaube ich, insgesamt 35 Jahren. Aber warum eigentlich so krass ist der doch gar nicht? Der ist, oh, es gibt halt, wie gesagt, schon so ein paar fiese Momente. Ich glaube, hier Special Effects sind, wenn ich mich nicht irre, sind von Rob Bottin. Der hat da schon ein paar echt sehr schöne, sag ich mal, die typischen Cronenberg-Body-Horror-Glitch-Effekte kreiert. Der ist zum Beispiel nicht krasser als in The Thing oder so. Und der war doch auch nicht indiziert, oder? Ja, gut. Und das ist jetzt das Interessante. Der ist nach 35 Jahren vom Index genommen und kriegt eine FSK-16-Freigabe. Was sagt ihr das? Die Sehgewohnheiten haben sich einfach echt wirklich krass geändert. Die haben wahrscheinlich damals da viel in die Medienmanipulation und so. Genau, aber ne? Und auch das, ne? Dieser Film, also hier, wie heißt der, James Woods, der durchleidet im Film halt auch so Phasen, wo er halt nicht mehr weiß, was Realität ist und was nicht. Und wo er halt wirklich auch ungezügelt ist und nicht mehr kontrollieren kann, was er so macht. Und halt auch gar nicht mehr versteht, was da eigentlich abgeht. Was halt insofern mit dem Programm zu tun hat, dem er sich die ganze Zeit aussetzt. Und ich finde es schon sehr bezeichnend, dass dieser Film damals wohl einfach viel zu anrüchig, viel zu anstößig und viel zu, keine Ahnung, verstörend für Sittenwächter gewesen ist, um sie auf zu gucken. Ja, der hatte diesen, der hat so diesen, wie soll ich sagen, diesen Schmuddel-Vibe. Ja, ne? Der hat so ein bisschen diesen Videotheken-Schmuddel-Vibe, auch ein bisschen Splatter, ein bisschen düster, ein bisschen sexuelle Anspielungen und alles. Ist so ein richtig schöner 80s-Streifen. Eigentlich heutzutage würde man überhaupt nicht auf die Idee kommen, dass der indiziert wird, aber der hat damals so in so eine, glaube ich, in so eine Kerbe geschlagen, wo einfach ganz viele Sachen indiziert wurden. Ja. Wenn zum Beispiel irgendwas. Abseits der Norm. Ja, wenn, oder wenn Ninja im Titel drin vorkam, ja, oder so, wo sofort gesagt wurde, das darf nicht. Gewalt! Ja. Gewalt. In Amerika wurde unter anderem musste eine Szene rausgeschnitten werden, in der ein Dildo zu sehen ist. Also, das wurde gar nicht als Genre anerkannt, sozusagen. Das wurde eigentlich eher, oder als, ja. Ja. Als Kunstform. Und deswegen, und der Film, wie gesagt, er verwehrt sich diverse Erklärungen und auch der kritische Ansatz ist so ein bisschen, den muss man selbst sich so ein bisschen da rausarbeiten. Da war nicht so ganz klar, was Cronenberg wollte. Nichtsdestotrotz sitzt du vor diesem Film und denkst dir am Ende, what the fuck? Ja, und dann halt auch noch mit ein paar echt guten Ekel-Effekten. Ja, der Film, ne, er ist halt alt und man merkt schon so ein bisschen auch den Zahn der Zeit, den spürt man. Aber nichtsdestotrotz ist er halt, sag ich mal, mit den Inhalten, die er zeigt und die er versucht zu verarbeiten, ist das wirklich interessant zu sehen, wie sich unsere Medienverständnis und unsere Wahrnehmung mittlerweile so krass geändert hat, dass dieser Film jetzt ab 16 rauskommt, auch ein Hellboy-Reboot mit einer wirklich Unmenge an Gewalt, die auch wirklich teilweise echt sehr hart ist, ebenfalls eine FSK 16 Freigabe bekommt. Und was das halt so sagt über das Abstumpfen oder vielleicht auch einfach ja, akzeptieren von gewissen Inhalten, die wir halt tagtäglich jetzt präsentiert bekommen. Also das finde ich, da ist schon Videodrom ein sehr empfehlenswerter, ja, kann man schon sagen, Kultfilm. Wäre mal interessant, mal reinzugucken, was so, wenn du so die ganzen Filme aneinanderreißt, die so in den letzten, sagen wir mal, 5 Jahren doch schon vom Index genommen werden, so aus den 80ern. Ja. Die mal sich so gesammelt anzugucken. Komm, Eddie, hau rein. Ja, ich komme zum nächsten Film auf Amazon ab. Kannst du es gerade nachgucken? Ja. Ich habe das Datum mir nicht rausgeschrieben. Auf jeden Fall auch diesen Monat auf Amazon Prime. American History X aus dem Jahre 1998 mit Edward Norton. So ein bisschen fast schon, würde ich sagen, der Durchbruch für Edward Norton. Edward Furlong, den man kennt als John Connor aus Terminator 2. Also den jungen John Connor. Am 21. August. 21. August. American History X ist jetzt vielleicht auch kein Geheimtipp. Viele werden den kennen. Der kam raus, als ich gerade Abi gemacht habe, hat mich also auch in so einer Phase erwischt, wo man ja dann auch sehr politisch ist und sich interessiert und, sag ich mal, engagiert. Und ist im Prinzip auch ein Film, der mich deshalb sehr geprägt hat. Also zum einen geht es natürlich, es geht um Edward Norton, der ein Nazi sozusagen spielt. Und nach einem krassen, wirklich einer fast schon ikonischen, auch wenn im negativen Sinne, aber einer ikonischen Filmszene, wo er jemandem den Schädel spaltet, also eine wirklich krasse Szene. Bordstein. Ja, wo er den in Bordstein beißen lässt und dann hinten auf den Hinterkopf tritt und dann kommt er in den Knast und wird quasi als Nazi im Knast. Darf ich kurz unterbrechen? Wie war eure, kannst du dich noch an die Reaktion erinnern, als ihr das gesehen habt? Ja, man sieht es ja nicht genau. Ja, aber man sieht ja schon, wie er. Man hört auf jeden Fall. Ja, also. Ich weiß noch, wir saßen so im Dings und denken so, wow, 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 krass. Und plötzlich alle
wirklich alle, die bei uns im Raum waren, als wir den Film gesehen haben, so vor, so, ach du Scheiße. Ja. Das ist schon eine der härteren Szenen, die bleibt auch für immer. Ja, die bleibt für immer. Das ist wirklich eine Szene, die für immer bleibt. Und das, die muss aber halt auch so hart sein, weil der Film funktioniert halt, dass du den absoluten Hass auf Edward Norton hast. Und er kommt dann halt in den Knast. Und er hat halt einen kleinen Bruder gespielt von Edward Furlong. Und er ist quasi der große Held für Edward Furlongs Charakter. Und er kommt in den Knast und wird im Prinzip im Knast resozialisiert, kann man so sagen. Er freundet sich dort auch mit einem Schwarzen an und kommt aus dem Knast. Da kann man auch sagen, ist fast schon Märchen, aber ist halt die Story, die der Film erzählen will. Er kommt aus dem Knast quasi raus und ist entnazifiziert und ist quasi ihm. Er ist einfach klüger geworden und ist halt irgendwie. Er checkt halt, wie dumm er war. Und kommt aber aus dem Knast raus und merkt aber, dass er im Prinzip seinen kleinen Bruder verloren hat, weil der natürlich eine unfassbare Faszination am ganzen Nazi-Kult gefunden. Und gleichzeitig ist Edward Norton auch durch seine Tat und so ein bisschen zu so einer Koryphäe in der Nazi, in den Nazi-Kreisen, in denen die verkehrt haben, geworden. Und dann geht es halt auch so ein bisschen darum, dass er versucht, seinen Bruder dann noch von der schiefen Bahn abzuhalten. Und es ist ein sehr rührender Film, es ist ein sehr krasser Film, es ist ein Film, der einen sehr nachdenklich macht, ein trauriger Film, aber der auch an sehr immer noch sehr aktuell ist, weil er einfach auch zeigt, wie leicht man auch irgendwo reinrutschen kann, vielleicht auch die Faszination und ein Machtgefühl für irgendwas entwickeln kann. Also für alle Leute, die sich fragen, warum gibt's eigentlich immer noch Nazis und warum gibt's vielleicht auch immer mehr Nazis? Also das wird, finde ich, sehr gut erklärt. Und es wird aber auch gezeigt, dass man da auch wieder rauskommen kann, was vielleicht ja auch eine Hoffnung sein kann, wie aus so einer Sekte. Generell Edward Norton in vielleicht seiner einer oder der besten schauspielerischen Leistung seiner Karriere, mit vielleicht Fight Club, keine Ahnung. Toller Film, wirklich muss man gesehen haben, wenn man ihn nicht kennt. American History X, kein leichter Film. Vor allem die Transition zwischen American History X, wo er so total aufgepumpt war, und dann halt Fight Club, wo er halt einfach diesen mageren Typen spielt. Das war schon krass zu sehen. Ja. Der kam, glaube ich, zwei Jahre. Wann kam Fight Club raus? 99? 99, meine ich, ja. Also ein Jahr später. Ich glaube, die American History X habe ich erst dann praktisch gesehen, als der auf. Ja, war das schon DVDs? Weiß ich gar nicht. Aber ich finde, den kann man sich echt immer gut angucken, weil der durch seine verschiedenen Stilarten, die er so mit einfließen lässt, auch mit den Rückblenden, Schwarz-Weiß, Farbgebung und so weiter. Und auch immer diese Figur noch mal wieder in Gegensatz stellt, ne? Wo man halt versteht, okay, so langsam versteht man die Läuterung, aber dann sieht man immer wieder noch, warum er früher so ein Arschloch war. Und hat ja mächtig Probleme gegeben beim Dreh, ne? Edward Norton hat sich da ja laut urbaner Legende ziemlich viel in die Produktion mit eingemischt und dann gab es mit dem Regisseur auch diversen Stress der hat den Film, also ich glaube, Edward Norton hat dafür gesorgt, dass der Film letztendlich so ist, wie er ist. Mhm. Der Regisseur wollte, da musst du mal auf Wikipedia lesen, da gibt es einen ewig langen Artikel im Netz und oder in diverse Artikel darüber, wie problematisch diese Entstehung von diesem Film eigentlich war, weil der Regisseur und Norton wohl komplett unterschiedliche Vorstellungen von diesem Film hatten. Mhm. Ist übrigens in den IMDb 250 auf Platz 33. Kann man ja auch mal erwähnen. Ist echt ein guter Film, aber ein bisschen schlechte Erinnerungen auch dran. Dennis, hau raus, schnell. Schnell. Ich habe noch, weil wir da vielleicht nachher auch noch drauf zu sprechen kommen und da irgendwie eine Brücke schlagen, habe ich auf Amazon am 16.8., glaube ich. 18.8. Ist die Blade-Trilogie auf Amazon verfügbar. Yeah. Liebe Blade. Eine der ersten wirklichen. Als Marvel noch. Marvel-guten Verfilmungen, wo noch nicht Marvel Studios dahinter war. Und Wesley Snipes auf dem Höhepunkt seiner Karriere auf jeden Fall auch war. Zwei gute Filme, einer, den man der Trilogie halber einfach hinten dran durchgucken kann. Ich habe Blade 3 noch nie am Stück gesehen. Ich glaube, ich auch nicht. Noch nie am Stück. Kann mich gar nicht mehr erinnern. Ich kenne den Anfang, ich kenne irgendwas in der Mitte, ich kenne das Ende und vielleicht noch so ein, zwei Versatzstücke dazwischen. Aber ich habe den noch nie durchgeguckt. Aber den ersten kann ich mitsprechen, auf jeden Fall. Der erste gefällt mir gut, der zweite noch besser. Mir gefällt der zweite auch besser. Und der dritte ist halt. Da ging es dann schon zu sehr in die Richtung. Sind die uncut auf? Ja, ich glaube, der erste ist mittlerweile auch. Reindiziert? Ich glaube schon. Ja? Ich weiß es aber nicht. Weil das war so die perfekte Besetzung. Wesley Snipes als Blade.
Nichts gegen Mahershala Ali, der jetzt ja das wohl übernimmt. Aber der ist bestimmt auch gut und so, aber es hat, es ist halt, weiß nicht, ich hab mir morgen auf einen ab 12 Rolle, ne? Blade. Ey, ich hab keinen Bock auf einen. Da reden wir später drüber. Ja, gut. Wir reden jetzt erstmal über Blade. Ja, das, was wir kennen. Und wer ihn noch nicht gesehen hat, sollte ihn einfach auch gucken, weil die einfach Bock machen. Die sind, haben so dieses typische 90er, 2000er Feeling. Wesley Snipes gibt halt einfach wirklich alles in dieser Rolle und hat diesen, dieser Figur so viel Leben eingehaucht und dann gerade in der. Finze. Ja, auf jeden. Er guckt ja eigentlich meistens nur stur geradeaus. Manchmal ja, aber er ist. Oder bringt lustige Sprüche. Ey, aber dann unter der ich behaupte, Herrschaft. Ohne Blade hätte es kein Matrix gegeben. Ich finde, der Einfluss von Blade ist auf Matrix ist enorm. Alleine, was viele nicht wissen, die Bullet Time kam zuerst in fucking Blade, nicht in Matrix. Es gibt diese eine Szene, wo auf Deacon Frost geschossen wird. Nee, oder Deacon Frost schießt auf Blade. Einer von beiden schießt auf jeden. Und dann gibt's auch so eine fast ähnliche, neomäßige Szene, wo du die Kugel auch so siehst. Ja, das war vorher in Blade. Das war vor und dann, Matrix. Und dann und lange Ledermäntel, Kung-Fu, Zeitlupen. Moment, und also, so. Wo du halt die Kugel aus der Ego-Perspektive so gesehen genau. Siehst. Ja, aber das gab's ja schon weit vorher. Eine CGI-Bullet? In der Form? Wo? Naja, also ich möchte mir, also ich hoffe, ich irre mich nicht, aber zum Beispiel gab es ja bei Robin Hood von Kevin Costner die Perspektive, wo ein CGI-Pfeil durch den Wald geflogen ist. Nein, ich glaube, Etienne meint, dass die so in 3D mit so einem Schweif dahinter so. Naja, so dieses wabernde Ding. Das gab's bei Blade. Ja. Ich bin auch der Meinung, dass Deacon Frost am Ende auf ihn, dass die entweder auf ihn schießen oder er auf ihn. Das ist sowieso einer der ersten Filme, der so richtig viel CGI eingebaut hat. Ja, ja, stimmt auch. Ja. Gab's noch 90? Und dann schmeißt er den, schmeißt er das Ding hoch, macht einen Drehkick. Und die Spritze. Ja. Drehkick in die Spritze. Some motherfuckers always trying to ice skate uphill. Ja. Weiß bis heute keiner, was Wesley Snipes gemeint hat. Aber für mich Blade 2, der definitiv noch bessere. Unter ja, weil aber Endkampf auch viel geiler. Guillermo del Toro hat eine wesentlich noch interessantere, fantasievollere Geschichte. Seht dann, wir haben den guten Ron Perlman. Ron Perlman. Im Bloodpack. Kannst du rot werden? Adolf hier gets the first shot. Das, und Donnie Yen. Ja. Und Yen. Dann auch noch dieser eine Typ aus dem ersten Fast and the Furious, auch so ein relativ berühmter Hau drauf Schauspieler. Fällt der Name nicht an. Das ist der mit den blonden Haaren. Der hat den blonden Haaren. Der hat so blond gefärbte Haare in Blade 2 und spielt dann in Fast and Furious nochmal mit. Und wie der einen von den Bloodpack. Norman Reedus spielt ja. Mit. Ja, stimmt, Norman Reedus ist Thomas ja. Ketchmann. Ist ja Thomas Ketchmann ist der alte Vampir. Ja, Norman Reedus ist ja hier. Luke Goss. Scott. Scott. Wie die Rakete, Mann. Wie die Rakete, Mann. Genau. Chris Christopherson ist wieder mit dabei. Ja. Da fand ich gut, dass er sich da mit Scott die ganze Zeit irgendwie rumgeguckt. Da konnte er wenigstens. Gibt es eine relativ unsehnlich anzusehende Kampfszene von der Lichterwand, wo die aber im Endeffekt, als ich mir letztens noch mal angeguckt habe, doch gar nicht so schlecht ist, wie ich sie in Erinnerung habe. Wenn du Black Panther zum Vergleich nimmst, nein. Das stimmt. Sie ist definitiv besser als Black Panther. Und ja, Wesley Snipes. Aber ich verstehe hundertprozentig, was du meinst. Ist ja auch am Anfang so, also das ist ja schon relativ zu Beginn des Films, das ist dann, wenn Donnie Yen und die Frau in die Halle reingeschwungen genau, kommen. Genau, richtig. Und dann kämpfen sie da vor dieser Lichtwand so. Und am Ende dieser Kampf, wie heißt der, ich will die ganze Zeit Velek sagen, aber wie heißt der hier, der Sänger von Bros? Luke Goss oder so? Luke Goss, ja. Ja, das ist ja der Sänger von Bros. When will I be famous? I can handle it. Ja, wenn die beiden gegeneinander kämpfen, da hast du ja genau diese gleichen, ja. Hast du auch diese Bewegung. Aber ich fand das damals, ja, wobei, man hat gesehen, also, dass das Rumgeeier und CGI war so, aber trotzdem hat er dazwischen immer diese Szenen gehabt, wo es echt wehtat. Du hast ja auch noch am Anfang die Szene, wo er irgendwie aus dem Dach springt. Das ist eigentlich auch ganz cool animiert, ja. Wo er so cool und da. Aber die beste Kampfszene ist, wo er aus dem Bluttempel rauskommt. Aus dem Blutbad und dann irgendwie diese. Im Techno-Schuppen. Nee. Ja, recht, welchen Teil im zweiten Teil. Achso, okay. Wo er aus diesem Blutbad rauskommt und dann diese 20 Securities ankommen und er nimmt die auseinander und. Wo er dem einen den Elektroschocker noch ins Visier rammt. Ist ja auch eine lange Zeit geschnitten gewesen, die Szene. Ja. Ja. Ich fand nur den Track dazu. Weil der bricht ja einfach jedem dann einfach nur das Genick. Die kommen angelaufen, es geht nur zack, 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 zack.
Ja. Schon und Teil 3, wenn man mal so einen richtig schönen Unfall sehen möchte, bei dem keiner wirklich glücklich war, also das merkt man dem Film auch einfach an, dass die alle... Ich finde, das Interessanteste an Blade 3 sind wahrscheinlich die Behind-the-Scenes-Geschichten von Patton Oswalt. Das der mit Ryan Reynolds. Ja. Und hier das Wesley Biel, ne? Ja, dass Wesley Snipes wohl nur noch mit Blade angeredet werden wollte und eigentlich mit dem Regisseur nur noch über Post-its kommuniziert hat. So, das, Übrigens sehr lustig, wo wir bei Wesley Snipes sind. Es gibt ja die Serie zu What We Do in the Shadows. Ja. Und in der, ich glaube, es ist die letzte Folge der ersten Staffel, gibt es, ohne jetzt so viel zu spoilern, gibt es ein großes Treffen aller großen Vampire in so einem großen Ritual. Und da sind halt wirklich ein paar bekannte Vampire dabei, die wir aus verschiedenen Filmen kennen. Und dann klappt einer so auf und es ist halt einfach Wesley Snipes per Skype zugeschaltet. Und dann gibt es so ein großes Tribunal, weil die haben halt Scheiße gebaut, die Vampire in der Serie. Und das große Tribunal der Vampire muss über sie urteilen. Und Tilda Swinton kommt und weiß ich nicht. Und es ist sehr, sehr lustige Anspielung. Und ich habe so gefeiert, als dann plötzlich Wesley Snipes als Blade sozusagen auch bei diesem Ritual so auf dem Skype-Laptop ist. Also er hat bleibenden Eindruck hinterlassen. Cool, cool. Der Daywalker. So, jetzt nach... Nachdem wir jetzt so viel Sex, Gewalt und, weiß ich nicht. Du wolltest Drogen sagen, aber Drogen waren nicht dabei. Nee, Drogen waren nicht dabei, ne? Noch nicht. Kommen wir noch. Ja, audiovisuelle Drogen. Wir haben ja zumindest jetzt ziemlich harte Filme gehabt. Möchte ich noch was gerne fürs Herz empfehlen. Das machen wir jetzt noch schnell. Auf Amazon, mein zweiter Tipp auf Amazon, der kommt allerdings relativ spät im Monat, am 27. August. Da läuft Shoplifters. Ich habe von diesem Film schon mehrfach geschwärmt. Jetzt ist die Möglichkeit, endlich mal nachzuholen, warum ich diesen Film so toll finde. Oder vielleicht, um verstehen zu können, warum ich ihn so toll finde. Es geht hier um eine Familie, die besteht halt aus Menschen, die halt am Existenzminimum leben und halt versuchen, mit allen möglichen Gaunereien und Jobs, Gelegenheitsjobs und so weiter, sich über Wasser zu halten. Und Vater und Sohn finden eines Tages ein kleines Mädchen, das ausgesperrt aus seiner Wohnung auf dem Balkon sitzt. Und friert, weil es halt wirklich arschkalt ist. Aber die Kleine sitzt halt draußen. Und da beschließen sie halt einfach, das kleine Mädchen mit zu sich nach Hause zu nehmen. Und daraus entwickelt sich halt eine wirklich herzzerreißende Geschichte eben über die Bedeutung von Familie und Zusammenhalt und auch über das Leben in Tokio und wie es ist, sich auch über die kleinen Dinge des Lebens zu freuen. Und wirklich, was man am Anfang sieht, ist längst nicht das, was man am Ende dann mitgenommen hat. Also der Film nimmt noch so viele Entwicklungen vor und wird immer größer in seinem Bild. Und das ist einfach zum einen echt toll gespielt von den Beteiligten und tatsächlich auch sehr rührend. Und ja, obwohl man nicht so die ganze Zeit weiß, worum geht's hier eigentlich oder was ist eigentlich das Ziel dieses Ganzen, ist er dann doch relativ... Ja, ich will jetzt nicht sagen mitreißend, aber er zieht einen mit so. Man ist schon so investiert. Man ist investiert, man bleibt dran. Also ich saß in diesem Film und konnte auch danach nicht so direkt irgendwie sagen, was habe ich denn da jetzt gesehen? Mhm. Aber je länger ich darüber nachgedacht habe, umso mehr hat dieser Film gewirkt und umso schöner fand ich ihn. Der Film nimmt dich genauso auf wie die Familie, dieses kleine Mädchen. Und es ist wirklich so, dass man die Wärme fast schon spürt. Das ist ganz komisch. Ich habe den im Flugzeug leider nur geguckt. Und ich habe noch nicht zu Ende geguckt, aber ich habe so eine Stunde oder anderthalb geguckt und ich muss sagen, was der Film geschafft hat, ist, dass der, obwohl der eigentlich, die sind ja sehr arm und leben fast schon in den Slums und leben irgendwie zu fünft in mehr oder weniger einem Raum und alles, ist jetzt nichts, wo du sagst, geil, da wäre ich gerne. Trotzdem schaffen die es, so eine Wärme auszustrahlen. Ja, ist kein Elendsporno so. Nee, sondern es ist wirklich so, die hadern auch nicht ständig mit ihrem Schicksal oder so, sondern es ist einfach, wie halt ihr Leben ist. Und die machen das Beste draus. Und das ist gar nicht das Thema des Films, ist nicht, guck mal, wie arm sind die. Und du denkst einfach nur, du bist fast schon neidisch. Ich will nicht sagen neidisch, weil es zu krass wäre und vermessen wäre. Aber du denkst dir, ey, guck mal, wie schön die es haben, obwohl die gar nicht so viel haben. Das klingt so ein bisschen banal, aber der Film baut wirklich so eine Wärme auf. Und das finde ich echt und ohne cool. Da jetzt irgendwie jemandem Unrecht zu tun, aber es ist natürlich auch gefühlt im Gegensatz zu einer gewissen deutschen Meckerkultur. Hm. Weißt du, wenn du sagst, die Leute, die finden sich damit ab, machen das Beste draus. Wir sind eher gewohnt, über jeden kleinen Piss zu beschweren und rumzujaulen, obwohl wir halt drei Blaue Zimmer Haken haben. Ja. Weißt du, so eine Geschichte. Ich glaube, das ist dann. Klassisches First World Problem. Ja, das zeigt dir halt, dass das halt. Du brauchst halt nicht
diesen ganzen materiellen Kram, um irgendwie glücklich zu sein, wenn du Leute um dich rum hast, sozusagen, mit denen du täglich irgendwie dein Leben auf die Kette kriegst. Und die dich so akzeptieren, wie du bist? Ja. Deswegen, also, Shoplifters, ein ganz feiner, melancholischer und schöner Film zum Schluss. Wir gehen jetzt einmal kurz in die Werbung. Ich sag nur, welche Simon noch hatte. Ja, der ist ja gleich nach der Werbung da. Ja, meinst du? Ich glaube schon. Okay. Ja, doch, der müsste jetzt gleich da sein. Deswegen, warten wir mal kurz ab, was Simon sagt, und dann melden wir uns gleich zurück. Tschüss. So, willkommen zurück zur aktuellen Ausgabe Kino Plus. Und jetzt endlich vollständig mit Simon Le Kretsche. Le Kretsche ist am Stissel und hat direkt noch zwei Streaming-Tipps mitgebracht. Ja, zwei sehr gute, auf die ich mich sogar echt freue. Die würde ich mir auch noch mal angucken. Han, hau raus, Simon. Gute Frage, der erste startet direkt am 1. August, also jetzt heute. Jetzt natürlich die Frage, welchen ich meine. Ne? Aber ich sage Goonies. Nee, das ist ein anderer. Ne, Rango meinte ich. Rango startet halt heute. Ja, was soll ich das denn wissen, welchen Film du meinst? 50-50. Ja, Rango. Geiler Film. Johnny Depp als Chamäleon in einer wunderschönen Rolle. Es ist nicht der typische Promis sprechen Tiere-Film, sage ich jetzt mal so. Es ist irgendwie ein ganz normaler Film irgendwie. Es geht um die sieben Samurai, so ein bisschen vom Setting her, wenn ich das recht erinnere. Und eben angeführt von Johnny Depp und irgendwie ganz besonders. Es hat so einen ganz besonderen Stil. Wer ist der Regisseur? Ist ganz sicher jemand, der auch schon andere ähnliche Filme gemacht hat. Gore Verbinski. Kenne ich vom Namen nicht, aber Fluch der Karibik, den ersten zum Beispiel. Ach du Scheiße, ja, okay. Und der erste ist wirklich ein Geniestreich. Also und den zweiten und den dritten auch. Okay, jetzt sinkt schon so ein bisschen. Der ist schon ein paar Stufen runtergegangen. Aber auch der hat auch The Ring gemacht. Jedenfalls ist das einfach ein Film irgendwie, ich habe nicht viel erwartet. Ich habe erwartet so, ich gucke ihn wegen Johnny Depp und weil ich die Animation mag. Aber dann hat er mich tatsächlich wegen der Story und den Charakteren auch irgendwie in den Bann gezogen. Es ist nicht nur Slapstick, sondern es hat, finde ich, auch eine Message. Naja, das ist ein schöner Film für alle, die Wüstentiere mögen. Vor allem Westernfilme. Also, ja, es ist eigentlich, ja. Also dieser Film ist so eine richtig schöne Hommage zum einen an Clint Eastwood und an die ganzen Spaghetti-Western. Aber er packt noch so viele andere Zitate mit rein. Mhm. Also Sieben Samurai ist in dem Fall jetzt als Grundlage aber auch nicht falsch, oder? Er macht so einen auf, ich bin mega der Gunman und in Wirklichkeit kann er natürlich nichts, weil er ist halt nur ein Show-Chamäleon sozusagen. Und natürlich kommt es so, wie es immer kommt bei diesen Geschichten, so er muss dann irgendwie diese Stadt retten oder sowas. Und das schafft er natürlich dann nur mit seinen Freunden. Der war aber nicht so der ganz große Erfolg. Nee, der ist kommerziell kein großer Erfolg gewesen, aber er ist, wie gesagt, ein schönes Ding. Ich finde ihn auch, weil er so herrlich anders ist als die typischen Animationsfilme, die zu der Zeit halt rauskamen. Der ist viel erwachsener. Der ist auch nicht so niedlich, ne? Ich meine, die sehen ungefähr so aus, also die Tiere, ne? Also, ich meine, da gibt's ja eine Figur, die hat einen Pfeil durchs Auge. Und er steckt halt einfach da. Ja, was machst du als Tier? Du darfst ihn ja auch nicht rausziehen. Halt, ja. Das weiß man. Und aber auch so viel. Weiß man doch. Ey, da gibt's so eine geile Szene, die, als ich zum ersten Mal gesehen habe, ich habe sie direkt 4 oder 5 Mal zurückgespult. Das ist, wenn er in diesen Saloon geht und diesen Drink ordert, den Drink abkippt und sich dann noch den Zigarrenstummel reinzieht und dann rülpst. Ich habe so gelacht. Ich habe wirklich so gelacht. Sehr gute Minimats. Und ich liebe diesen Film. Ich finde ihn echt großartig. Allein für diese ganzen Filmzitate und Verweise. Chinatown, Apocalypse Now, da steckt alles mit drin. Wunderschön. Ja. Der also sehr empfehlenswert. Wenn ihr ihn nicht kennt, guckt ihn euch an. Wenn ihr ihn kennt, guckt ihn nochmal an. Und Johnny Depp geht immer. Auf Netflix, ab heute erhältlich. Okay, und dann natürlich ein anderer Film, wo ich dachte, dass du auf den hinaus willst, weil du mir eben noch erzählt hast, dass der wieder im Kino laufen soll, hier in Hamburg. Und zwar Goonies, Alter. Der Film unserer Kindheit. Sie haben S, ein riesiges S. Und diese Schokoriegel, die er sich reinreibt. Ich habe so viele Memories, die was mit Essen zu tun haben oder mit Ekel oder mit den Charakteren. Es ist einfach ein wunderschöner Film über das Erwachsenwerden, über Abenteuer, über Piratenschätze. Da sind wir wieder bei Pirates of the Caribbean, Johnny Depp. Es zieht sich heute so ein bisschen durchs Thema. Und natürlich mit ganz vielen auch Charakteren, Schauspielern meine ich, die man später noch hier gesehen hat wieder. Josh Brolin. Also einige von denen tauchen tatsächlich wieder auf. Ach ja, shit, was? Corey Feldman, Alter. Sean Astin. Ja, Sean Astin hätte ich jetzt gedacht. Aber Thanos, ja. Thanos, ja. Das habe ich vergessen. Er hat schon seine Muckis trainiert.
Und Booty. Aber ja, was ist aus Booty nichts mehr geworden, oder? Überfallblender, Überfallblender. Booty. Was sind wir zurück? Hier, ich bin mal letzt nach Hause an der Bagger, aber ich finstere Typen mehr, nämlich nicht. Ich hab eine Million, ich kann den auswendig, ne? Und in der 5. Klasse habe ich eine. Oh Mann, boah. Also ein geiler Film. Arschloch, Alarm! Oder der Schwache. Und hier Joe Pantoliano. Joe Pantoliano, stimmt. Und Robert Davi ist der andere Bruder. Die beiden Gangster. Und hier Frau, wie heißt die, genau. Frau Ramsey oder so, die auch bei Schmeißt die Mama aus dem Zug mit die Mutter. Oh ja, das ist eindeutig die Person, die immer genommen wird, wenn genau. Die Mutter. Die war in den 80ern, wird. War die irgendwie häufiger irgendwie in Filmen drin. Die ist ja auch cool, ja, das finde ich gut gemacht. Ja, und ich habe nie den Anfang gesehen, habe ich schon mal erzählt. Ich habe nie den Anfang von Goonies gesehen, weil meine Mutter dafür gesorgt hat, dass ich brutale Szenen nicht sehen darf. Und dann wurde der Anfang, wo der jemand sich erhängt. Genau, das wurde wohl. Ja. Habe ich jetzt viel später erfahren, dass da ein Fake-Erhängen existiert. Und das wurde aber immer so weggekrisselt. Ich habe nur weißen Rauschen, bis sie dann irgendwie schon auf der Flucht waren. Ja, das ist mein Goonie-Erlebnis. Ab dem 16. August endlich. Hast du die Gelegenheit, den Film endlich mal von vorne bis hinten zu gucken. Sieben mit 30. Was, der geht über eine oder Stunde? Du kommst halt mit uns am 6. Weißt, was zum Savoy-Kino in den Filmclub, wo dann halt auch Goonies auch nochmal gezeigt werden. Das ist ein sehr schön, finde ich schön, dass die sowas machen. Das sind wirklich, da sind dann wahrscheinlich nur Nostalgiker, vielleicht mit 1985, das ist einer der genau in den Mitte der 80er Jahren ins Herzen. Ich war damals 7. Es ist einfach, ey, ohne Scheiß, ohne diesen Film würde es mich nicht geben. Also, meine Liebe zur asiatischen Kultur wurde durch den Film mitgekickstartert, weil da halt zum ersten Mal ein cooler asiatischer Junge dabei war, der irgendwie Technik und alles konnte. Aber das fand ich irgendwie echt faszinierend. Indiana Jones 2 war vorher, ne? Ja, weil da ist ich ja nicht ist er ja mit 7. Aber man hat auch nicht, ich habe das ja auch nicht immer in der Reihenfolge geguckt, die Sachen. Weil ich glaube, Indiana Jones 2 war vorher, weil daher ist, das ist ja der einzig nennenswerte. Ich habe auch Aliens vor Alien gesehen, das weiß ich noch. Hm. Ich war für Alien einfach noch zu mit jung. Mit 7 durfte ja kein einigermaßen anständiges erzogenes Kind schon Temple of Doom gucken. Ja, Alter, mit dem Ohr, mit dem Herzen. Nee, meine Mutter hätte mir das auch nicht erlaubt. Das wäre rausgefisselt worden. Daniel. Ich durfte Indiana Jones gucken, Tempel des Todes. Allerdings immer nur im Beisein meiner Mutter, die mir halt in diesen zwei entscheidenden Szenen, wenn das Herz rausgerissen wird, ja, und ich glaube am Ende, wenn er von den Krokodilen zerfällt. Aber ist eigentlich eine gute Idee. Da hat sie mir die Augen zugehalten. Der Mutterschoner oder der Mutterschutz. Weil, und hat es dir geschadet? Ne, weiß man nicht. Er guckt 8000 Filme pro Jahr. Die Fratellis, ey. Ja, die Fratellis. Ey, Goonies. Also oder? Wirklich ein ganz glorioser Streifen. Ich glaube, ich weiß nicht, wenn Kinder das heute sehen, ich weiß nicht, ich glaube, bis zu einem bestimmten Alter könnten die Faszination noch nachvollziehen. Wenn sie nicht schon verdorben sind. Ab einem bestimmten Alter, glaube ich, ist das, glaube ich, schwer zu greifen mittlerweile. Aber eine Schatzsuche, das versteht doch jeder. Ja, ich sag ja, bis zu einem bestimmten Alter. Das ist der Inbegriff für mich. Aber es stimmt schon. Also ich glaube, wenn du heute als 30-Jähriger zum ersten Mal Goonies siehst, dann ist das was anderes, als wenn du so wie ich als 7-Jähriger in den 80er, also wenn es in der gleichen Zeit, wenn du in der gleichen Zeitlinie im gleichen Alter bist, ne? Also, das ist einfach, für mich war das ja nicht nur ein Film, genauso wie bei E.T. und all den anderen Amblin-mäßigen Filmen, die mich so geprägt haben. Für mich war das ja einfach, das war ja eine Realität, das war ja da draußen hinterm Wald. Es existierte. Ne? Also, das war du ja. Wolltest mit, du wolltest mit dem BMX dahin. Das fahren, war ja wirklich, wenn ich mit dem BMX-Rad, ich hatte dann auch so ein BMX-Rad und bin gefahren, dann war das ja mehr oder weniger, ich war die. Ja, ne, das war ja wirklich eine. Ich bin, wenn wir zu Freunden sind, auf den Speicher gegangen und hab gedacht, ich finde da irgendwo schon eine Schatzkarte. In irgendeinem der Ramsch von den Großeltern, oder da muss da irgendwo eine Schatzkarte sein. Der betrunkene Lorenz an der Bushaltestelle hat immer einäugiger Willi genannt. Ja. durch irgendwelche Büsche und Standby Lee und Leute. Ja, irgendwie gekrabbelt und keine Ahnung, möglichst versucht, irgendwie einen Gang da zu finden oder sonst irgendwas. Man war oder so einen kleinen Geheimgänge. Bereich, so einen kleinen Bereich in so einem Gebüsch, wo dann halt irgendwie, wo du dann sitzen konntest, da hast du dann irgendwie deine Hefte hingelegt. Ja, Mann. Ich hatte bei mir in der Straße, war alle Häuser, die so nebeneinander standen, das waren ja Mehrfamilienhäuser, das war ja in der Stadt, und ich hatte Geheimgänge gefunden, wie du durch die Hintergärten von jedem Haus, da gab es dann einen Baum, der hatte so einen Ast, den konntest du als Federung benutzen, um über die Mauer zu klettern und so, dann gab es eine Mauer, die hatte so Glasscherben auf der, wegen Vögeln oder so. Und da gab es aber einen Spot, den haben sie vergessen. Das war der, wo du rüberkletterst und so. Und wir haben dann Räuber und Gendarm in der Nachbarschaft gespielt und ich kannte alle Geheimgänge. Wie so ein Volltrottel bin ich da, wie so ein Affe durch die Hintergärten. Ey, aber das ist war, das Allergeilste, ja, wirklich. Das war Baumhäuser. Ja, irgendwo. Ja, Baumhäuser. Einfach
Das ist wirklich, das ist, näher kommt man nicht an die Jugend in dem Alter. Abenteuer, so ohne entschleunigt, ja. Auf der Suche nach Abenteuer, man war offen für alles. Die noch, kleinen ist halt nicht ein Handy. Vorgartenabenteuer. Ja. Ja. Du brauchtest nur, wie du sagst, du brauchtest nur ein Gebüsch und einen Baum und es war schon ein Adventure. Ach, schöne Zeit, ey. Schön. Aber es ist auch ein guter Film. Er ist, wirklich, ist wirklich auch toll. Gut gealtert. Zeitlos, diese Art, die sie, Richard Donner, Roadtrips, das Steven Spielberg. So kurzer Funfact, die Szene, in der sie diese Rutsche? Rutsche runterrutschen. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal gehört habt, aber die Darsteller hatten das Schiff bis zu diesem Zeitpunkt noch nicht gesehen. Also sie rutschen diese Rutsche runter, geil, fallen halt in das Wasser rein und sie sollten hochkommen und sich umdrehen und dann wurde zum ersten Mal das Piratenschiff enthüllt, damit halt wirklich auch die blanke, sag ich mal, Faszination oder Überraschung irgendwie in diesen ist Gesichtern abzulesen ist. Ja, clever. Kann aber auch nach hinten losgehen im Fall von Josh Brolin, der halt hoch aus dem Wasser kommt und so, what the fuck? Und die Szene war halt erstmal scheiße. Konntest nicht benutzen, so. Ja, und damit seine authentischste Reaktion auf dieses Schiff, die er bringen konnte, war ruiniert durch eben dieses Schimpfwort. Ah, das hätte sie rauspiepen sollen, ja. Fertig. Und ey, auch Magic Moment in Goonies, Sean Astin, der ja da die Hauptrolle mehr oder weniger spielt in dem Film. Und dann die Freundin im Prinzip von Josh Brolin küsst. Ja. Und das war noch so eine Zeit, wo man so einerseits noch küssen fast schon eklig war, aber man schon so ein gewisses, es konnte ja auch interessant sein. Was ist denn? Die sieht ja schon gut aus und der und die knutschen und das war für mich, weiß ich nicht, absolut prägender Moment, wo ich mich eine Zeit lang in, glaube ich, jede rothaarige, nicht rothaarige, aber immer verliebt mitverliebt habe, so in den Filmen damals. Ich war immer verliebt dann in was weiß ich, bei Breakfast Club oder bei Pretty in Pink oder was weiß ich, diese ganzen 80s-Filme oder so, war ich immer verliebt in die Hauptdarstellerin oder auch ich war so knallhart verliebt in Prinzessin Leia. Ich war verliebt in hier im Mondkind aus aus hier die aus die, die auch immer so geheult Kaiserin, hat und ja. Sie war so schützenswert, ja. Und so lieblich, ja, aber die war auch hübsch. Und so, die war auch hübsch. Alter, was war ich da verliebt? Ich habe das gar nicht gerafft, dass das quasi keine echte Person ist und das nie stattfinden wird. Aber die Hoffnung war da. Ja, irgendwie schon. Irgendwann mal durch irgendeine Spalte in irgendeinem Baum. Ich bin wenigstens noch ein echter Mensch verliebt. Meine erste große Liebe war mit Marian aus dem Robin Hood Zeichentrickfilm. Naja, es ist. Wer war jetzt? Aber war das nicht ein Tier? Dennis, ja, das war auch schon eine Füchse, ne? Aber was ich eigentlich sagen wollte, ich meine, ich war damals 7 oder 8 und ey, weiß ich nicht, 20 Jahre später habe ich dann auch mal eine geküsst. Also Träume können wahr werden. It really happens. Man muss sich halt Zeit geben. Vor allen Dingen, sie hat ihn ja so richtig so, er war in diesem Erdloch und dann dieser Shot, wie die Füße von ihm so Halt versuchen und dann geht's darum, dass er eine Zahnspange hatte und denkst du, wie genau haben die sich geküsst? Hat Brett übrigens eine Zahnspange? Ja. Also es war auch für mich so eine der ersten, dass so sexuell irgendwas überhaupt erwähnt wurde, ne? Weil man das so früh gesehen hat und küssen plötzlich. Genau, sie wusste ja gar nicht, dass sie ihn küsst. Ja, das muss man noch sagen. Am Ende, das war so unser Geheimnis, unser alles. Und die haben sich ja dann auch noch so angeguckt und er so, yes. Super. Ah, da muss ein Loch sein, da stand er von drin. Genau, da stand er irgendwie drin, genau so war das. Ach, so. Ach Gott. Ja, so viel zu den Kindheitserinnerungen, die so schön sind. Jetzt kommen wir mal zu was Aktuellem, nämlich den Kinostarts der Woche. Es sind nicht so viele. Gott, Sakrament. Eberhofer. Ab jetzt halten wir strenge Diät. Kein rotes Fleisch, viel Gemüse und keine Leberkässemmel mehr. Geh noch ein bisschen dickere Scheiben. Weißt du was? Machst das selber. Du lieber Käse-Junkie. Das hat nichts zu bedeuten. Überhaupt nichts. Pauli, gibst du der Mama einmal den String? Gibst du der Mama mal den String? Größer könnte der Kontrast nicht sein. Ja, größer könnte der Kontrast nicht sein. Tatsächlich sind es jetzt nur so zwei Filme, zu denen ich irgendwie was sagen kann oder sagen möchte. Gibst der Mama mal den String? Das ist ja schon jetzt mein Lieblingsszenario. Ja, dann solltest du dir vielleicht Leberkäse-Junkie echt mal reinziehen. Leberkäse-Junkie, wir haben letztes Jahr tatsächlich den 5. Film davon vorgestellt. Das ist jetzt der 6. Teil einer Romanreihe, die nach und nach verfilmt wird. Und diese Filme sind halt in Bayern vor allem
Ja, die werden halt vor allem in Bayern in die Kinos gebracht und da sind die ein Riesenhit. Und jetzt der sechste Teil wird jetzt erstmals richtig bundesweit richtig groß gestartet. Und da geht's halt um diesen Dorfpolizisten Franz Eberhofer, der halt, ja, wie so typisch für, sag ich mal, die süddeutschen Krimis irgendwie eigentlich gar keinen Bock hat, wirklich als Polizist zu arbeiten, sondern eigentlich viel zu sehr mit seinen privaten Problemen beschäftigt ist. Das ist, man hört das in allen Tatorten irgendwas, sind's immer, ne, warum ist das so? Ich habe keine Ahnung, was das Klischee herkommt. Ey, sobald du nach Österreich gehst, ist es noch viel schlimmer, ja, weil da sind so bei den Krimis, da haben die wirklich gar keinen Bock, ja, auf die Ermittlung. Meine Mutter guckt die alle und ich frage mich jedes Mal, aber das sind doch keine guten Kriminologen, den will ich doch gar nicht, die haben gar keinen Bock. Naja. Ja, und hier, wie gesagt, es geht halt darum, dass der Eberhofer, der wird halt zu einem Fall gerufen, gab's einen Brand und in diesem Hof, der da abgebrannt ist, liegt eine Leiche und für ihn riecht es halt dann wie Schweinebraten und deswegen fällt er halt auch direkt in Ohnmacht, worauf der Arzt dann feststellt, okay, du hast einfach zu viel gefressen, weil er halt gerade zu viel Frust hat mit seiner Halb-Ex-Freundin, mit der er auch gleichzeitig noch ein Kind hat. Das Kind hat sie ihm jetzt aufs Auge gedrückt, er muss sich ganz um das Kind kümmern und ja, darf jetzt halt nichts mehr essen. Hat aber halt noch so seinen besten Kumpel hier von Simon Schwarz gespielt, der halt sich selbst Privatdetektiv nennt, völlig geil auf diesen Fall ist und jetzt ja ihn dazu drängt, zum einen Diät zu halten und gleichzeitig diesen Fall zu ermitteln. Und dann ist es das typische, ja, eigentlich keinen Bock drauf, viel zu viel private Probleme und bayerische, sag ich mal, gemütlich und Schnodderigkeit, ja. Was macht den Film dann zu einem Kinofilm? Ist es ein Kinofilm oder ist es wirklich nur ein langer Tatort? Das ist tatsächlich, Bayern? Also wenn die im Fernsehen laufen würden, problemlos, kein Thema. Aber offensichtlich, gerade in Bayern gibt's einen riesengroßen, Publikum. Die waren halt, wie gesagt, immer sehr regional nur, sag ich mal, ausgestrahlt worden. Kann man ja machen. Ich meine, hier Bang Boom Bang gucken oder so. Oder nee, jetzt nicht hier, aber du weißt, was ich meine. Ne? Ja, den gucken in Nordrhein-Westfalen wahrscheinlich auch mehr Leute als. Der wird ja immer wieder geguckt. Da hier der Christian Karmann ist jetzt irgendwie Barista oder sowas. Der hat jetzt ein eigenes Café. Da zeigt er den wohl, glaube ich, einmal im Monat oder so. Seinen eigenen Film. Das ist auch schon ein bisschen weird. Habt ihr eigentlich schon meinen Film gesehen? Ja, 10-mal. Ja, jeden Sonntag, Christian. Ach, gut, ich höre nein. Gut, hier läuft er. Einfach nicken und hingehen. Ja. Aber wie gesagt, ich werde mir den angucken, weil ich muss sagen, ich habe jetzt hier Grießnockel-Affäre, Sauerkrautkoma und habe ich jetzt schon gesehen. Und ich finde die halt echt immer ganz unterhaltsam. Haben die alle so Essenstitel? Ja, die haben alle so Essenstitel. Es geht immer um Essen. Ja. Also, Leberkäse-Junkie, ne? Die Fans gehen sowieso rein und vielleicht können ja mal ein paar Leute Probe schauen. Es soll auf jeden Fall ganz gut funktionieren. So, und was ebenfalls wohl ganz gut funktioniert hatte, zumindest der Meinung einiger Produzenten nach, war wohl die Chemie zwischen Jason Statham und The Rock während den Fast and Furious-Filmen, in denen sie gemeinsam zu sehen waren. Und deswegen gibt es nun Hobbs and Shaw. Ein neues Testosteron-Spektakel. Ja, mit zwei Figuren aus der Fast and Furious-Reihe, aber ansonsten gibt's nicht mehr wirklich viel Berührungspunkte zur Serie, muss man leider mal sagen. Abgesehen von Helen Mirren, die halt ihre Rolle als Mutter von Jason Statham sowohl in der Fast and Furious-Serie wie jetzt auch in Hobbs and Shaw nochmal zum Besten bietet. Und dass es durchaus auch diverse Autoverfolgungsjagden ja gibt. Und nach einer Minute waren sie im Auto. Du hast ihn schon gesehen, oder was? Ja, wir waren im Kino. Ach so, warst du dabei? Ich bin extra sogar früher zurückgekommen aus Berlin, weil mir der Film so wichtig war. Ich habe tatsächlich gedacht, der wird. Ich erinnere mich, wir waren zum gleichzeitig beim Dienstag. Ja, das stimmt. Stimmt, da war was, ja. Ja, aber so mache ich das halt für Kino Plus. Ja, ich kann mich nicht aufteilen. Ja. Ja. Wir haben mit der Lieblingsspiel Raft gespielt. Ja, ich weiß, das mag ich eh nicht. Danke für die Einladung, Schröcker. Ja, gut, gern geschehen. Ja, worum geht's? Es geht hier darum, dass ein geheimer Virus gestorben ist, der menschliche Innereien zu blutigem Matsch verwandelt. Und diesen geheimen Virus, um ihn halt in Sicherheit zu bringen vor einem Mann namens Brixton, hat sich eine MI6-Agentin diesen Virus gespritzt und ist abgehauen, ist geflüchtet. Gilt jetzt aber als diejenige, die halt dieses MI6-Team, was dafür zuständig war, ja, umgebracht haben soll. Also sie gilt jetzt als abtrünnig. Und deswegen werden Deckard Shaw und Luke Hobbs gerufen, um die Sache jetzt halt zu einem guten Ende zu führen. Mit der kleinen Bonusdreingabe, dass eben diese MI6-Agentin die Schwester von Deckard Shaw ist. Das passt ja alles wahnsinnig gut zusammen. Wirkt auf mich wie Mission Impossible 2 und 3. Oder Armageddon. Und vielleicht auch 4 und Armageddon noch. Wo du den Ölbohrern beibringst, Astronauten zu werden und nicht den Astronauten beibringst, zu bohren. Ich frage mich wirklich, wie ist das passiert, dass die ausgerechnet die für solche Fälle gerufen werden? Und nur die. Wäre es nicht einfach, den Astronauten das Bohren beizubringen? Nein, es ist Bohren können nur die auf dem Mond fliegen. Naja, vielleicht, weil Hobbs und Shaw außerhalb des Systems agieren und keine wirklich
irgendwelche Regeln befolgen oder was weiß ich. Ja, es gibt auch Triple X hat nicht mal Story, nicht mal die Regeln der Schwerkraft befolgen. Ja. Also dafür also, das ich David die Story Leech ist nun wirklich der schwächste Punkt, aber das habe ich auch nicht anders erwartet. Die aber alleine so Bio-Waffe, die machen sich ja selbst ja die ganze Zeit drüber lustig, ja, wie dumm alles ist. Ja, also ich meine, die Story ist auch wirklich das, was am wenigsten zählt bei dem genau Film. Ich muss eine Sache sagen, die ich nicht erwartet hätte. Ich hätte nicht erwartet, dass es mich an Bud Spencer und James Hill Filme erinnert. Mit, mit dieser deutschen Synchro. Wir waren in der deutschen, ja, Synchro und die Sprüche waren so flapsig teilweise und auch so dumm, dass ich irgendwie auch teilweise lachen musste, weil sie so dumm sind. Und das hat mich wiederum eben an Dings erinnert. Ne? An die frühen Zeiten der deutschen Synchro. Ja. Aber du sagst was, ich bin auch mit, als ich die ersten Trailer gesehen habe, war ich nicht so ganz sicher, in welche Richtung das geht. So, nee. ich dachte eigentlich, dass es eine Vollkatastrophe wird, weil die Szenen im Trailer waren halt schon sehr darauf gemünzt, dass The Rock und Jason Statham eigentlich immer nur miteinander scherzen. Und ich habe mich gefragt, wie willst du diese ganze dauerhafte Gag-Hudelei in den Film bringen? Ja, und ich hab mich echt gut amüsiert bei dem Film. Und das hat mich überrascht, dass es eben doch irgendwie funktioniert hat. Und auch manchmal eben, weil es so sich selbst überhaupt nicht ernst nimmt und weil einfach jeder fucking Film und jede Geschichte von den beiden irgendwie referenziert wird, als würden sie wirklich eine Satire auf das Fast and Furious Franchise machen. Meta. Ja, stimmt. Es gibt eine gute Italian-Job-Einspielung. Ja, es gibt Transporter, es gibt eine Menge Sachen. Über die Cameos würde ich jetzt nicht gerne sprechen wollen, okay. Die sind sehr überraschend und ich muss auch sagen, teilweise waren sie auch richtig schön witzig. Vin Diesel? War Vin Diesel dabei? Nein. Das wäre jetzt der eine, den ich dann verpasst hätte. Aber ich muss sagen, mir gefallen teilweise die Nebencharaktere, die genau richtig lange auch kommen, bis sie tragen, sind mega lustig und dann sind sie auch weg. Die haben mir am besten gefallen hier und da. Also ja, sowohl Helen Mirren und so. Aber ich habe original hier Deadpool, Ryan Reynolds. Ist jetzt, ach, da darf man nicht drüber reden, ne, meinst du? Das ist jetzt der eine, den ich nicht. Kann man den nicht weg? Komm, ich mach nochmal Piep dafür. Piep. Eben noch sagen. Soll ich denn wissen, wen er meint? Da sind 20 Millionen Leute drin. Das ist die Expendables. Da hast du Gott sei Dank den Prominentesten genommen. Ich weiß noch nicht mal, dass das der Pro. Ich wusste deinen Namen nicht mal richtig. Ja. Hüllen wir jetzt den Mantel des Schweigens darüber. Aber die wie willst du das denn jetzt noch machen? Die Witze waren auf jeden Fall sehr. Die Auftritte waren schön. Also, ich hab's sehr gelacht. Ja. Und ich habe mir mehr davon gewünscht. Und das Publikum, dem hat's auch gefallen? Ja. Wirklich. Die Kravitz also, haben auch, also es lohnt ja, sich unbedingt, zu bleiben. Unbedingt, ja, unbedingt beim Abspann dranbleiben. Während des Abspanns Sachen kommt noch einiges. Mehrere. Und nach dem Abspann kommt auch noch einiges. Also sitzen bleiben ist da auf jeden Fall Pflicht. Ansonsten muss ja, ich sagen, ich glaube, das sind sowieso alle im Publikum sind sitzen geblieben. Ja. Komm, dann hau ich auch mal einen Bohmhoff raus. Und dann der war doch gut. Ja. Ja. Ansonsten, ich muss auch sagen, der macht Spaß. Der ist halt wirklich so richtig Nonsens hoch 10. Ich fand nur ein bisschen schade, dass der doch so sehr CGI unterstützt war. Also, dass wirklich diese Szenen halt nur mittels CGI-Effekte dann auch noch zu ihrer letzten Überdrehung geführt worden sind. So. Also, da hätte ich mir einfach ein bisschen mehr. Fast and Furious ist dann noch ein Tick auf dem Boden geblieben. Ein Tick mehr auf dem Boden geblieben, meiner Ansicht nach. Was die Darstellung von echten Action, also von echten. Sind die da nicht mit einem Panzer über eine Eisfläche vor kurzem gefahren? Nee, mit einem Lamborghini, aber die wurden von einem U-Boot verfolgt. Und ich glaube, der Rock hat dann ein Torpedo mit der Hand. Ey, im siebten springen sie mit dem Auto durch drei. Im siebten springen sie mit dem Auto durch zwei Hochhäuser. Okay, ja, das ist auch eine geile Szene. Boden geblieben, fand ich jetzt. Ja, lustig. Ich weiß, das ist wir jetzt wissen, übertrieben. Was du meinst. Aber trotz allem geben sich diese Filme immer noch Mühe, so viel wie möglich echt sein zu lassen. Das stimmt. Ja, und ich finde, da macht halt Hoffnung. Das sind im Prinzip Geschichten aus dem Leben. Ja. Fast and Furious ist im Prinzip mein Tagebuch. TED-Talk. Genau, aber bei Hobbs and Shaw sind unter anderem Sequenzen drin, die erinnern an Micro Machines. Ja. Ja. Also wirklich, die erinnern an Micro Machines, wo du wirklich mit der letzten Rille auf der Kante über dem Abgrund noch durch im Transformers-Motorrad. Ja, aber ja, irgendwie, also bei einem James-Bond-Film finde ich sowas scheiße. Bei Indiana Jones fand ich solche Situationen auch blöd, aber irgendwie finde ich sie da okay. Da passen sie, aber trotzdem hätte ich mir so die eine oder andere doch etwas mehr handgemachte Szene mehr gewünscht. So. Ja. Und ich finde, der Film wirkt tatsächlich so von seiner Aura, von seiner Optik tatsächlich echt krass wie Deadpool. Und da habe ich irgendwie die Härte vermisst. Wenn die auch kämpfen und so, da habe ich mir gedacht, okay, jetzt passiert gleich, dass der Arm ausgerissen wird. Wird nicht ausgerissen. Ja, oder jetzt wird das Gesicht so eingeschlagen, dass die Nase in alle Richtungen zerfliegt oder so. Passiert nicht. Weißt du, aber der wirkt halt so, als der wirkt so ein bisschen dieses dunkle. Die hätten es als Trash-R-Movie auf jeden Fall auch machen können. Hätten sie machen können, meiner Ansicht nach. Da ein bisschen mehr Blut rein und es wäre wahrscheinlich echt noch mehr Testosteron. Aber alles in allem, Idris Elba fand ich cool und hier Frau Kirby. Ja? Ich habe eine Frage, jetzt mal nur, ich mag Idris Elba wirklich, aber ich sehe den nur noch in irgendwie
sag mal, relativ belanglosen Bösewichtrollen. Mhm. Ich habe das Gefühl, der hat seinen Zenit gerade, ist dabei, den zu überschreiten, oder irgendwie muss jetzt echt mal ein paar andere Sachen machen, weil ich persönlich, vielleicht fehlt mir da ein bisschen der Ausgleich, so, ich habe andere Sachen nicht gesehen, aber er wirkt auf mich auch nicht besonders gut. Ich weiß, er kann das, aber in Dark Tower ist er furchtbar, also es liegt ja nicht an ihm, ne? Hier ist er auch irgendwie, es ist ein interessanter Charakter eigentlich, der total einsilbig ist, der immer wieder nur wiederholt, ich will die Upgrades, deswegen bin ich so. Und eigentlich ist das ja einer, der das für die Guten macht, der irgendwie was Gutes will und du denkst, hä? Na gut, der kommt bald Suicide Squad 2. Ja, seht ihr, ne? Also ich habe das Gefühl, Idris Elba ist gerade auf dem absteigenden Ast und der hat die falsche Rollenwahl getroffen. Man muss dazu aber auch sagen, ne? Was heißt absteigender Ast? Der Typ, der war schon am Existenzminimum. Der hat in seinem Auto gepennt. Und dann kam der Call für The Wire. Und das war relativ spät in seiner Karriere. Also das muss man jetzt auch mal dazu sagen, dass der jetzt alles mitnimmt, was irgendwie zum einen richtig viel Geld bringt. Naja, aber er kann doch wirklich. Ich wollte sagen, wir wissen aber ja eigentlich, also wir schätzen Moment, ihn, also ich check das gerade mal. Und der hat vor The Wire, hat er unfassbar viel schon gemacht. Ja, aber da war er nicht mit erfolgreich. Ja, aber da gibt's ja auch Geld für. Also wenn du in 10 Serien mitspielst, glaube ich, dass du da nicht mehr am Existenz. Wenn du dann nur so einen Auftritt hast oder so? Naja, auf jeden Fall kommt jetzt die neue Staffel. Also ich habe ein Interview mit ihm gelesen, wie gesagt, da hat er gesagt, by the wire hat er im Auto gepennt. So. Na, ich für meinen Teil, ich würde ihm sehr wünschen, dass er die Kurve kriegt, so, weil ich finde den super und der kann es ja. Deswegen tut's mir irgendwie ein bisschen weh, wenn der so verschossen wird für so komische Typecast-Rollen. Nur weil er halt irgendwie böse gucken kann. Oder weil er in Looster halt irgendwie nah an der Grenze war. Ja, aber dann hat er halt auch sowas gemacht, hier wie diese Abenteuerromanze, wo er mit, ich glaube, wie heißt die Dame aus Titanic? Kate Winslet, glaube ich. Ich glaube, es war Kate Winslet, wo er mit ihr in der Wildnis abstürzt und sie sich dann zurückkämpfen müssen. Ach, und so. Den, hab ich auch nicht gesehen. Der ist halt auch sang- und klanglos. Aber er macht halt schon auch ganz schön viel Blockbuster. Also er hat hier The Losers war schon mal so ein bisschen Blockbuster-Tor. Dann gut, natürlich Heimdall, ne? Prometheus, Ghost Rider, Pacific Rim, Thor 2, Avengers. Ja, gut, er ist schon MCU. Da haben wir viel dabei. Kann man eigentlich meckern, oder? Dschungelbuch. Ja, aber ich glaube, er könnte noch mehr. Star Trek. Ja, ich meine, der könnte im Grunde einen Oscar auch gewinnen irgendwann mal. Glaube ich auch. Der ist ein sehr guter Schauspieler. Ich finde ihn auch. Er hat nie besser geschauspielt als in Luther zum Beispiel. Das ist so ein bisschen wie Christoph Waltz, finde ich auch blöd, wenn die den dann für irgendwelche platten Bösewichtrollen vergeuden, ne? Einfach. Mhm. Ja. Das hat man ja auch bei Green Lantern so gesehen. Was? Green Lantern? Nee, Green Hornet. Aber auf der anderen Seite, ne? Die können mehr. Arbeiten oder nicht arbeiten, ne? Das ist halt so. Ja. Ja, du weißt, du würdest aber auch behaupten, dass Idris Elba. Er wird unter Wert verkauft. Genau, der könnte noch in einem anderen Level schauspielen. Auf jeden Fall. Bei dem Bösewicht hätte man eigentlich auch viel mehrschichtiger darstellen können, aber das ergibt sich einfach nicht aus dem Film. Der hätte auch meiner Ansicht nach. Da bleibt nicht viel über. Ja, außer der hätte auch meiner Ansicht nach ein richtig guter Roland werden können. Ja, wieder mal, ja. Es ist einfach eine. Also, das Potenzial war. Idris Elba war nicht das Problem des Films. Das meine ich, genau. Weil ich finde, aufpassen muss, wo er mitspielt. Roland muss, also klingt jetzt bescheuert, aber im Kontext der Story macht es eigentlich keinen Sinn, dass er schwarz ist. Nein, das will ich jetzt nicht. Weil auch dann macht Odessa keine. Die Diskussion ist ja aber eher. Ja, das ist eine andere Diskussion, genau. Vielschichtigkeit sehr gut darstellen. Ja, gut, dass er schauspielerisch was auf dem Kasten hat. Aber er hat halt offensichtlich auch einfach Bock auf Blockbuster. Ja, glaube ich halt auch. Ist wahrscheinlich auch Spaß. Habt ihr diese DJ-Serie mit ihm gesehen? Ich habe angefangen. Nicht so? War okay. Okay. Ja. Hobbs & Shaw, Nonsens, Turbo, Testosteron. Gibt's doch eigentlich überhaupt nicht viel, was du drüber reden kannst. Du könntest du kriegst, einige was du im Trailer gesehen hast. Sprüche zitieren. Ja, die beiden fetzen sich halt und fetzen andere und that's it. Ich finde aber, dass die beiden nicht so eine geile Chemie zusammen haben. Ich muss auch sagen, ich finde, es ist oft dieses, ich beleidige dich, und das funktioniert nicht immer. Das Problem ist, dass beides zwei Alpha-Männchen sind und oft hast du bei so Buddy-Cop-Dingern hat der eine ist der Lustige, der andere ist der Haut drauf oder sowas. Stimmt. Ne? Ja, oder der Straight Man. Genau, der eine ist der Brains, der andere ist der Muscles oder irgendwie so. In irgendeiner Form ergänzen die sich, aber die ergänzen sich ja nicht. Die sind beide krasse Typen. So, okay. Alles können. Und dann, ich bin krass, nein, ich bin krass. Also, ich will nicht sagen, dass keine Chemie vorhanden ist, aber das, so was. Tango und Cash-mäßig. Ja, aber wie Tango und Cash. Es fühlt sich tatsächlich ein bisschen wie Tango und Cash an, weil da fand ich auch, da war nie irgendwie so ein großer Unterschied zwischen diesen beiden. Es war einfach nur Potenz A, Potenz B. So, ja. So. Und deswegen. So eine Szene hast du auch in dem Film. Ja, genau. Hast du wirklich. Ja, wichtig ist, ich trainiere nicht nur das, sondern auch das. Alter. So, komm. Genug für Hobbs & Shaw. Alles klar, Mr. Miyagi. Ja, merk schon mal, fang schon mal Nietzsche zu lesen. Das wirst du brauchen bei diesem Film. Es ist unglaublich. Stimmt aber. Ja, ey, aber so scheiße in die Szene. Egal. Gut. Das geht echt gar nicht. Wir machen einmal kurz Werbung und melden uns gleich zurück. Ja, mit ein paar Trailern und so. Ja.
So, herzlich willkommen zurück zur aktuellen Ausgabe Kino Plus mit Simon, Dennis, Etienne und mit mir. Ach, und ich muss noch, wir müssen eine Sache noch erledigen, bevor wir, das muss ich abhaken. Wir haben ein kleines Gewinnspiel. Wir wollen euch auch noch, denk dran, ne? Ja, das können wir dann direkt im Anschluss machen. Wir haben 10x2 Freikarten für das Lakeside Filmfestival in Berlin. Das Lakeside Filmfestival ist tatsächlich ein Open-Air-Filmfestival. Also man muss sich vorstellen, das ist wie halt ein Konzert, nur anstatt dass Bands auftreten, werden Filme gezeigt. Warum heißt es Open-Air? Warum nicht Open-Sea? So, weiter. Du kannst weitermachen. Jetzt. Okay. Also einfach überspielen. Weitermachen. Ja, an diesem See kann man campen und so weiter. Man kann auch irgendwie mit den öffentlichen Verkehrsmitteln das alles relativ knapp erreichen oder relativ gut erreichen. Und ja, wie gesagt, und dann werden halt Filme gezeigt. Unter anderem. Das sieht cool aus. Ein Programm aus, ein ausgewähltes Programm aus Kultklassikern, psychedelischen Horrorfilmen, Stoner-Komödien, Dokumentationen bis hin zu Kurzfilmen. Unsere Freunde von Studiokanal werden da unter anderem von The Doors den Final Cut zeigen und auch nochmal von Apocalypse Now den Final Cut zeigen. Was darüber hinaus aber noch schön ist, das könnt ihr euch, glaube ich, dann auch auf der Seite von Studiokanal irgendwie ran, könnt ihr das auswählen. Sie stellen eine Auswahl von Jim Jarmusch-Filmen zur Verfügung. Man kann, glaube ich, auf dem Festival, wenn ich das richtig verstanden habe, darüber abstimmen, welche Jim Jarmusch-Filme da gezeigt werden. Das sind dieselben, die auch die hier Dark Side of the Rainbow gemacht haben übrigens. Mobile Kino. Das ist Mobile Cinema. Genau. Ja, ja. Ich mag die, weil die irgendwie das. Die leben Kino tatsächlich. Also es ist jetzt nicht Werbung oder so. Ich finde es geil, dass die solche Sachen machen. Ich meine, vielleicht verdienen sie auch damit Geld, nehme ich an, aber das wirkt auf mich jetzt nicht, als ob das die Cash-Cow wäre, sondern dass da auch so ein bisschen der Spirit dahinter steckt. Du, ich finde es eine schöne Idee, draußen Filme zu gucken. Klar, lohnt sich wahrscheinlich eher, wenn es dunkel ist. Ja, aber bei dem Wetter und so mit angeleuchteten Bäumen, das ist eine ganz andere Erfahrung. Glaube ich auch. Wir haben ja mal auf dem Teufelsberg haben wir ja mal Blair Witch gezeigt, das Remake. Oh. Und das war tatsächlich aufgrund der Atmosphäre schon echt ganz cool. Ja. Remake? Achso, das. Ja, das oder das Reboot ich, oder nicht, keine ob ich Ahnung. Das jemals gesehen habe. Ja, das ganze Festival geht vom 6. bis zum 9.11. Nee, bis zum. Quatsch. Geht vom 9. bis zum 11. August. Entschuldigung, das war mein Fehler. Das ist die 6. Auflage. Es ist die 6. Auflage. Und sie geht vom 9. bis zum 11. August in der Nähe von Berlin. Wie gesagt, könnt ihr euch über Facebook auf der Seite informieren oder halt bei Studio Kanal auf der Seite. Wir haben es auch nochmal eingeblendet. Und ihr könnt halt, wie gesagt, 10x2 Tickets im Wert von. Pro Ticket ist es, also ein Ticket ist im, kostet 72 Euro. 10x2 könnt ihr gewinnen. Campinggebühren sind damit inklusive. Und dafür müsst ihr einfach nur auf die E-Mail da unten klicken oder auf die URL klicken. Und dann könnt ihr euch da gerne für eintragen, wenn ihr Bock habt, nochmal Apocalypse Now zum Beispiel unter freiem Himmel zu gucken. Wenn ich mir den Trailer so angucke, ist Ari Aster auch mit einem Kamerateam vor Ort. Ja, könnte. Vielleicht erlebt ihr euren eigenen Midsommar. Hm, wer weiß es. Ja Rule ist auch da. Stimmt. Sehr gut. So, und dann hat Kollege Etienne noch was Schönes bekommen. Und zwar habe ich eine sehr nette Dame online kennengelernt, aber das hat jetzt hier nichts zur Sache. Was ich eigentlich. Nein, also es geht um Eileen, die auch Kino Plus schaut und die Filmposter macht. Und zwar findet ihr ihre Werke zum Beispiel auf Instagram unter sg-posters. Und ich weiß gar nicht, wie ich drüber gestolpert bin. Irgendwie habe ich sie auf jeden Fall gefunden und fand ihre Poster absolut geil. Und habe sie dann angeschrieben, bin ein bisschen mit ihr in Kontakt gekommen, hat sie direkt gesagt, ah, cool, Kino Plus, bla bla. Sag doch mal, welche du cool findest. Dann hat sie mir ein paar Poster geschickt. Dann sind wir so ein bisschen, haben wir ein bisschen geschnackt. Und es stellt sich halt einfach raus, dass sie halt natürlich, kommst du in diesen Job ja nur rein, wenn du auch absoluter Filmfreak bist. Aber dass das halt auch im Prinzip ein geiler Job ist, weil sie sozusagen Filmposter remixt. Und ihr kennt ja vielleicht auch Boss Logic, der zum Beispiel sehr coole Remix macht. Und das Geile ist, die kennen sich untereinander, diese ganzen Poster-Remixer. Ich hoffe, ich sag das jetzt nicht falsch. Aber man kennt die Arbeiten von den anderen. Und das ist so eine ganze Szene. Und die werden teilweise auch von Studios kontaktiert, um sich Entwürfe geben zu lassen und so weiter. Ich glaube, Boss Logic hat jetzt auch viel für Avengers Endgame und auch für den Spider-Man gemacht. Der war einfach nur ein Fan, der einfach coole Motive genommen hat und die geremixt hat. Und dann irgendwann werden die Studios auf die aufmerksam. So, und ich habe ein paar mitgebracht. Ein paar davon dürfen wir behalten. 3 Stück habe ich mir schon reserviert. Und ich wollte dir einfach mal zeigen, und Eileen würde auch gerne irgendwann mal hier in die Sendung kommen, dann können wir mal mit ihr reden. Du bist hiermit herzlich eingeladen, Eileen. Und ich fand die einfach wirklich, ich finde die geil. Also hier sehen wir zum Beispiel
Ich will die nicht knicken, weil die müssen noch aufgehangen werden. Hier sehen wir zum Beispiel ein sehr schönes, kannst du das mal nehmen? Leon, der Profi, geil. Poster. Das nimmst du? Das nehme ich. Okay. Soll ich jetzt das einrollen, oder? Ja, warte. Das müsste eigentlich, ja, nimm das mal. Dann das nächste nehme ich auch. das ist ein geiles Jaws-Poster. Also das, das ist, wenn du das nochmal übrig hast, das wäre für die Sendung super. Ziemlich geil. Das ist echt Farben. Das kann man sich halt auch einfach geil in die Küche hängen. Dann, also er hat ganz, ganz viele. Gleich kommt noch mein Lieblingsposter, ganz am Ende. Hier sehen wir auch ein sehr schönes, kann ich nicht wegen Kind, aber finde ich auch sehr geil. Oh, das, das ist auch cool. Oh, das ist, cool. Oh, das ist geil. S-Poster. Dürfen wir das für die Sendung haben? Ja. Ich würde es nehmen. Ah, okay, da ist auch. Aber sie hat schon gesagt, wir sollen uns nicht streiten, sie schickt uns gerne nochmal welche. Also, keiner wird hier zu kurz kommen, nehme ich mal an. Guck mal. So, dann haben wir hier auch ein sehr schönes First Man. Oh, das ist auch schön. Nicht klicken, nicht klicken. Ja, es ist schon echt gut gemacht. Ja, richtig, also gut. Sie hat halt, ich sehe den normalerweise Werbedesignerin oder irgendwas in der Art oder so, weil das Posterdesigner. Ist, also das ist schon der, das ist der Hauptjob. Mein, oh. Das ist mein Favorite. Das ist schön. Clockwork Orange. Das würde ich auch gerne haben. Das ist, auch von den Farben her ist geil, ne? Das ist ziemlich cool. Das wird nämlich demnächst in meiner Küche hängen. Das ist ziemlich cool. Eigentlich will ich es niemandem zeigen, weil ich will nicht, dass jemand anders auch hat. So. Das ist gut, das hier in der Sendung zu präsentieren. Ja, ich weiß. Hier sehen wir zum Beispiel auch sehr cool Black Clansman. Ja, das ist auch cool. Sehr geil. Ja, oh, das sind Eddie. Ein paar. Oh, oh, oh. Ja, ja, ich weiß, da ist schon. Deshalb so. Und jetzt bitte wieder zusammenrollen. Ja. Beziehungsweise, wir können auch. Das die, S rausnehmen? Das Jaws, das S und das Clockwork Orange. Warte mal, dann nehme ich das so. Das sind nämlich die ersten drei gewesen. Ja, in dem Sinne. Gib mir die beiden noch. Checkt es ab. Auf Twitter könnt ihr sie abchecken. Sie hat eine eigene Webseite, aber auf Instagram sieht man alle ihre Posterentwürfe. SG-Posters. Nicht traurig, du kriegst auch welche, Simon. Und ich habe eh keine Wände, wo ich das aufhängen kann. Und du bist doch jeden Donnerstag hier, da kannst du dich jetzt dann dran ergötzen. Ja, geil. Ich find, das ist fast genauso gut, wie es in meiner Wohnung haben, ja. Ich wollte einfach mal Werbung machen dafür. Darfst du mein Spielzeug auch angucken, wenn du da bist, zu Besuch. Genau, du kannst aber ja nicht immer anpassen. Vorbeikommen. Du darfst auch damit spielen, wenn du willst. Wir haben gar keinen Platz. Naja, aber ich fand das einfach, weil das so geile Motive sind, die geil geremixt sind. Und das ist wirklich ganz toll. Und vielen Dank, Eileen. Und wir würden uns sehr freuen, wenn du es hier mal in die Sendung schaffst. Wir würden gerne mal mit dir weiter drüber schnacken, wie das auf jeden so ist. Fall. Dieses, weil es ist ja auch ein ganzes auch. Business. Ja. Und sie macht das tatsächlich hauptberuflich. Ich meine, wie geil ist wenn du wenn du Filmfreak bist und Grafikdesigner, gibt's fast, das ist ein Traumberuf, finde ich. Also würde ich ja, jetzt definitiv, mal so klar. Sagen. Hat sie Indiana Jones Motive gehabt? Ja. Weißt du das? Ja. Und auch, sie hat auch richtig geile, die hatte sie aber, glaube ich, nicht mehr vorredig. Sie hat richtig geile E.T.-Poster. Okay. Kann man sich auf die, wollte ich auch haben, hatte sie aber gerade nicht mehr da. Ich weiß nicht, wie das ist, ob sie die vorredig hat, ob sie die neu drucken muss oder so, aber sie hat richtig geile Poster. Guckt euch auf Instagram an, ganz, ganz große Auswahl. Ich wollte es einfach nur mal sagen. Ich finde auch schön, dass das nicht so ein Hochglanzpapier ist. Die sind ja eher auf diesem so hochwertigen, matten Papier gedruckt. Ja. Also SG-Posters auf Instagram, auf Twitter. Und die liebe Eileen hat schon gesagt, sie kommt gerne mal hier in die Sendung. Wir arbeiten dran. Und dann wird sie sicherlich noch ein paar mitbringen. Schreibt mich an unter kinoplus@rockabeans.de. Dann kriegen wir das hin. So. Haben wir einen News-Bumper für die folgende News? Geschichte? Ja, also. Albin? Ja. Comic-Con, Comic-Con, Comic-Con. Wir schauen auf die Comic-Con. So schnell kann's gehen. Stark. Ja, ne? Freunde, so. Was habt ihr mitgenommen? Was ist, worauf freut ihr euch? Worauf habt ihr Bock? Habt ihr unter anderem festgestellt, dass es jetzt zwei Fortsetzungen von Halloween geben soll? Nee. Ja. Es gibt Halloween Kills. Und Halloween Ends. Und Halloween Ends. Ends ist der Film und Kills ist eine Serie. Oder? Nee? Es sind zwei Filme. Werden tatsächlich wieder von allen Beteiligten gemacht, die jetzt dabei waren bei dem Reboot. Ja. Ja, und also hier, wie heißt der? Also es werden zwei Filme, die chronologisch abgedreht werden, dann ist Danny es McBride. Am Ende eine Trilogie, oder wie? Genau. Ja, genau. Ah, okay. Danny wegen McBride Ends. Ist wieder mit dabei, ja, Jason okay. Blum produziert wieder, hier, wie heißt der Adam, was weiß ich? Ist der neue Halloween gut? Soll ich mir den angucken?
Also, ja? Der ist, cool. Es ist eine solide Fortsetzung. Ja, aber eine solide Neuinstallation. Ich, also, ich hätte jetzt auch kein Problem, sozusagen, das zu akzeptieren, dass der erste Halloween kommt und dann jetzt der neue und alles, was dazwischen ist. Und Frau Jamie Lee Curtis ist halt auch wieder mit am Start. Also bei den beiden Filmen. Also, ich fand den jetzt nicht überragend, aber den kann man gucken. Ja, ist doch okay. Horrorfilme, ja. Kann man gucken. Ist aber ja sie haben sich ja scheinbar vorgenommen, das dann auch am Ende wirklich enden zu lassen. Das ja, genau. Also, das soll dann wirklich. Ja, das finde ich aber auch durchaus okay. Ja. Moment, ich glaube, es war bei Age 20, wo sie ihm den Kopf abgehackt haben. Ja, wie gesagt, der war im Weltall. Jason X war das, ne? Weiß nicht, ja. Hast du mitgelesen, dass S, der zweite Teil, einen neuen Rekord aufstellen will mit dem meisten Kunstblut, das verwendet worden ist? Also sie haben sich wohl dahingestellt und haben gesagt, wir wollen den Rekord im Kunstblut brechen. Was ein bisschen schwierig ist, weil ich habe irgendwo gelesen, dass zum Beispiel auch, was ich aber nicht so ganz verstehe, Cabin in the Woods hat wohl eine Unmenge an Kunstblut benutzt. Ja, das wundert mich aber nicht. Wieso denn? Wo denn? War in der letzten Hälfte. In der letzten Hälfte, naja, einfach in der zweiten Hälfte, ausbrechen. Da passiert sehr viel da. Spritzt da so sehr das Blut? Na, haben die da nicht auch einen Aufzug voll mit? Genau. Überlege ich auch gerade. Ganz irgendwie oft. So Leute rennen also hin und dann. Also ich habe die letzte Szenerie habe ich im Kopf, wo da, glaube ich, so ein Graben drumherum ist und da, glaube ich, Blut drin ist. Das könnte ich mir jetzt das vorstellen. Das kann auch sein, aber denk mal zum Beispiel an Kubrick hier Shining. Ich meine, allein das ist ja ein ganzer Raum aus Blut. Also ich glaube, der Blutcount ist ja schon ziemlich hoch bei Filmen. Zählt das dann wirklich? Das weiß ich nicht. Zählt das, weil ich meine, ja, ich kann auch einen Tank voll Blut, sage ich jetzt mal, oder also voll Blutflüssigkeit umkippen und sagen, okay, ich habe jetzt hier 450.000 Liter Blut im Film. Ja, wenn es im Film auftaucht, das zählt das. Aber es wäre trotzdem halt unspektakulär. Aber es ist jetzt nicht so spektakulär wie jetzt, keine Ahnung. Ich finde, man sollte eher die Wunden zählen. Ja, ne? Oder? Du müsstest gucken, wo es rausplatzt. Ja, aber ich meine, wir alle wissen, oder wir glauben zumindest, dass es jetzt kein Slasher wird, sondern die werden das Blut irgendeiner. Es wird schon eine Fontäne oder irgend sowas. Es wird irgendwas Spektakuläres im Hintergrund sein oder so. Oder irgendwas, was einfach ein Moment ist. Ein Blutbrunnen. Der Vorverkauf ist gerade losgegangen von S2. Hä, aber gibt es doch die Waschbecken-Szene in dem Buch, oder nicht? Ist das nicht so? Ist die nicht im ersten, wo sie das Blut immer wieder weg? Ja, ja. Das ist doch der erste. Stimmt. Ja, vielleicht bauen sie das, holen sie es nochmal wieder. Aber also Blut kommt sicherlich vor. Ich will nicht sagen, so tun, als ob der nicht vorkommt, aber das muss eine Fontäne oder irgendwas sein. Irgendwas Krasses. Habt ihr eher gelesen, dass es angeblich ein Director's Cut mit 4 Stunden geben soll? Auf Blu-ray und DVD, ja. Vom zweiten oder erst zweiten? Vom zweiten allein. Weil der zweite geht im Kino wohl jetzt 2 Stunden 45 Minuten. Geil. Und soll dann noch mal im Sondercut auf Blu-ray. Finde ich geil. Ich meine, die haben ja viel zu erzählen. Ja. Ich finde auch, bevor du irgendwas weglässst. Ich habe da kein Problem mit. Und ich, ja. Ich hätte eher Bedenken gehabt, sorry, wenn das jetzt 90 Minuten oder so, da hätte ich gedacht, wie wollt ihr das denn schaffen? Weil du hast ja die Erwachsenen-Erzählstrang. Ja. Den Derry. Stephen King scheint ja wohl auch sehr angetan zu sein. Sie gehen ja auch öfter nochmal zurück in selbst der zweiten Hälfte des Buches. Ne? Also ja? Man kommt ja immer nochmal in die Kindheit. Ach so, und die Kindheit hat ja immer nochmal. Also selbst im Finale, sag ich mal, im Finale der Erwachsenen wird ja nochmal erzählt, was im Finale der Kinder passiert ist. Wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe. Echt sein, ich weiß es nicht mehr genau. Ich muss eh einfach. Ich will meinen Podcast noch mal komplett lesen, da hebe ich mir noch auf. ich habe beim Trailer jetzt mal gesagt, die Szene mit der alten Dame, dass ich die nicht erinnere und so. Und dann meinte aber jemand in den Comment, nee, die ist genauso im Buch. Also insofern halte ich mich auch lieber zurück. Aber die halten sich wohl schon an die Vorlage. Teilweise. Aber was hat das denn jetzt mit der Comic-Con zu tun? Das haben sie auf der Comic-Con präsentiert. Der wurde da präsentiert, der zweite Trailer. Aber da gab es ja noch einiges. Ja, Terminator zum Beispiel. Featurette. Aber da gab es ja noch einiges. Ja, aber hast du das Featurette gesehen? Nein. Nein? Über was? Ich finde tatsächlich, dass die Feature, also Terminator über Dark Fate. Ich muss auch sagen, der Trailer hat mir nicht so wirklich die große Lust gemacht. Nee, aber die Feature war schon mehr deutlich. Ja, hau doch mal raus. Können wir das nicht gucken? Können wir das im Hintergrund laufen lassen? Ja, das vielleicht. Last night, I was standing there looking at a monster. Also, das macht schon einen ganz guten Eindruck. Vor allem, sie haben halt auf der Comic-Con unter anderem enthüllt, dass jetzt halt Edward Furlong wieder mit am Start ist. Ja? Das heißt also, dass wirklich alles. Leicht für dieses Geld, alles ey. Nach drei. Also. Rise of the Machines, Salvation und Genesis. Nichts davon spielt noch irgendeine Rolle oder kommt vor. Ja, aber das wäre ja auch, also du musst das Ding eigentlich neu starten, komplett. Ja. So, oder halt auf die Art irgendwie mit mehr Bedeutung versehen. Und wenn ich das auch richtig verstanden habe, dann ist es wohl so, ich habe eine Eisenstange, dass Arnold Schwarzenegger vielleicht eben, oder dass Arnold Schwarzenegger wohl vermutlich die Figur spielt, nachdem der T-800 nachempfunden wurde oder gebaut wurde.
Also Arnold Schwarzenegger spielt wohl die Vorlage. Also das Motion-Tracking oder was, wie genau? Nein, also Arnold Schwarzenegger ist sozusagen der reale Mensch in dem Franchise, nachdem die Hülle des Terminator im Er ist das also spielt er kein Terminator. Könnte das Ding sein. Vielleicht spielt er aber nochmal den T-800. Also. Jetzt raff ich, was ihr sagen wollt. Okay, ich das glaube, ist interessant. Er ist halt die Blaupause oder beziehungsweise der Mensch. Er wird der erste T-800. Naja. Was denn? Warum hat er graue Haare? Ja, aber nee, aber ich meine, klar, irgendwo wurde es nie geklärt. Warum sehen die alle aus wie österreichische Bodybuilder? Genau. Das ist schon irgendwo, finde ich, noch eine von den Sachen, wo ich gerne noch einen Spot drauf hätte, um quasi das zu klären. Aber der Rest interessiert mich halt nicht mehr. Dieser ganze Judgment Day-Rotz, den haben sie ja sich komplett selbst verschossen. Du kannst ja nicht mehr Spannung für etwas empfinden, wo du schon weißt, er ist nicht zu verhindern oder so. Das finde ich irgendwie schwierig. Ja, also, wenn sie da einen Weg rausfinden, wäre ich dankbar, weil das Franchise ist cool, aber halt mittlerweile zugemüllt. Das ist halt auch so ein Gerücht, dass das existiert, dass es eben halt nicht mehr Skynet ist, der hier die Bedrohung stellt oder die Terminatoren. Schmeinet. Sondern irgendwas anderes. Man muss halt dazu sagen, dass halt angeblich der Plot schon geleakt ist. Der geistert halt schon durchs Internet. Und ja. Ja gut. Was sagen die Leute, die ihn gelesen haben? Weißt du da was? Also sagen die scheiße oder gut? Und alle vernichtet von der KI. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt. Na, nicht spoilern, aber gefällt ihnen das, was sie lesen? Kann man auch nicht drüber reden. Sollten wir annehmen, dass das, was dort steht, wahr ist? Der Film eine Katastrophe. Oh, ja? Ja. Okay. Oh. Also eine Katastrophe ist vielleicht übertrieben, aber es passieren einige Sachen, die halt einfach. Aber das muss ja nichts heißen, das wird ja häufig noch geändert. Es könnte halt sein, dass Tim Miller damit seine Karriere nach Deadpool und Terminator. Das kann, ach komm jetzt, das kann nicht doch, sein. Doch, also, was soll ich denn dazu sagen? Kann ich mir schon vorstellen. Wenn der also, meine Erwartungshaltung ist ungefähr so hoch wie bei Die Hard 6. Also, als unwahrscheinlich sehe ich es auch nicht. Wer hat Teil 4 inszeniert? McG war das, ne? Ja. McG. Guck mal, was McG jetzt mittlerweile macht. Gott sei Dank nichts mehr. Ja, doch. Netflix-Filme. Ja, gut, aber Deadpool ist doch geil. Also, insofern. Die Frage ist, wie viel hat Ryan Reynolds dazu beigetragen? Ist Deadpool trotz Tim Miller geil oder wegen Tim Miller? Ja, genau. Also. Und ich bin da auch noch momentan so ein bisschen. Weil wenn man sich Deadpool 2 anguckt, der ist ja nicht viel schlechter. Also das Ding ist ja, man weiß ja immer nicht, wie das ist, mit was geht ins Internet und was verbreitet sich. Vielleicht ist es nicht so und wir haben Glück und es wird tatsächlich. Du musst mir danach auf jeden Fall sagen, gleich was. Du musst mich spoilern, weil das tut mir übrigens leid. Früher wäre das nie passiert, ich hätte es wissen wollen. Das Franchise ist mir leider so egal geworden, dass ich mich sogar damit spoiler. Es ist schade, weil ich meine, das war das Ding. Terminator 2, ich bin aus dem Kino, ich war jung, das war der Geburtstag von irgendwem, wir sind da hingefahren. Ich konnte danach im Auto kaum reden. Die haben alle haben ihre besten Szenen verglichen. Ich war so weggeblasen. Musste das erst mal verarbeiten. So gut war das. Ich war auf Klassenfahrt in Frankreich. Ich glaube, die Story habe ich schon mal erzählt, wo ich in Robocop 3 auf Französisch gegangen bin. Ja. Und da habe ich mir ein Terminator 2 Poster gekauft. Das ist ungefähr so groß wie die gesamte Wand. Was ich so geil fand, weil es so riesengroß war. Motorrad, oder? Das auf dem Motorrad, aber leider halt auf Französisch. Terminator. Und deshalb war es immer so, einerseits cool, aber andererseits auch ein bisschen uncool. Aber ich glaube, das habe ich noch. Hast du das mit nach Hause gekriegt? Das Poster. Ja. Eingerollt. Man kann die zusammenrollen. Kann man zusammenklappen. Du nimmst das so aus dem Rahmen raus. Ja, und dann wird es, glaub mir mal, Papier kann man. Aus flüssigem Metall. Nein, ich will einfach nur wissen, ob. Das war halt dann so, so groß zusammengefaltet. Okay. Ich würde mir so sehr wünschen, dass es irgendwie auf so einer Note endet, dass auch ein Arnold Schwarzenegger noch auf dieses Franchise zurückgucken kann und sagen. Gut, dass ich noch mal die Kurve gekriegt habe nach dem Scheiß, den ich in den Filmen davor irgendwie. Ja, aber ganz ehrlich, ich bin schon in der Kurve. Weißt du, du holst Hamilton noch mal raus irgendwie. Und das ist doch alles scheißegal. Ich bin mittlerweile so, guck dir Predator an, den neuen. Guck dir, was sie gemacht haben aus Robocop. Guck dir diese ganzen Sachen, die sie aus den 80ern genommen haben und versucht haben, irgendwie noch mal zu machen. Es ist alles scheiße geworden. Alles davon ist kacke geworden. Aber er wird R-rated. Ich bin innerlich tot, Alter, was diese Sachen angeht. Ich erwarte auch nichts mehr. Ich habe da gar keine Erwartungen mehr. Hilft doch keinem schlechten Film. Alien, alles Geile aus den 80s haben sie. Sie raffen nicht, was geil war an den Sachen. Sie raffen es einfach nicht. Ich stimme dir zu. Das ist, als ob die Macher dieser Sachen, der Einzige, der es rafft, ist George Miller. Das ist der Einzige, der es gerafft hat. Und ansonsten kriegen sie es einfach alle nicht gebacken. Ich verstehe das nicht, wie die ein Franchise nach dem anderen kaputt machen können. Die Hard.
Alien, stimmt. Predator, Terminator, alle, Robocop, gut, da kommt jetzt noch mal eine Chance vielleicht, aber ey, es ist, oh, es macht mich fertig. Es, was wollt ihr als nächstes kaputt? Ghostbusters haben sie kaputt gemacht. Ja, warte mal, es geht mit Matrix weiter, auch wenn das jetzt eine andere Zeit noch ist, aber auch Matrix werden sie wahrscheinlich wieder kaputt machen. So, dass man, ich weiß, es ist ja eh schon kaputt. Sie haben sogar Star Wars kaputt gemacht. Komm, ja, let's face it. Es ist, ich muss zugeben, ich mag diese Rants hier eigentlich auch nicht, weil die zu negativ sind. Aber hier, wenn du das so erwähnst, es, kann ich nicht anders als die ganze Zeit nicken. Ich bin mir aber sicher, dass es auch Gegenbeispiele gibt. Es muss Gegenbeispiele geben. Die haben so gute Vorlagen. Dawn of the Dead. Sie haben so, okay. Sie haben so gute Vorlagen und sie machen so wenig daraus. Auch schon wieder lange her, ne? Ja, du hast recht. Es ist interessant, da könnte man fast noch mal, man könnte fast mal eine ganze Special machen über damals, heute. So, also richtig schön mit so einer Zeitlinie, mal gucken, was Dark Tower, Alter. Ja, okay. Ist zwar kein Remake von der 80er-Serie, aber Alter, was haben die aus dieser Vorlage gemacht? Da kannst du doch nur warten. Da haben sie 90 Minuten. Es ist zum Beispiel ein gutes Beispiel. Es ist ein gutes Beispiel, ja. Was die Ausnahme über was wolltest Regel. Du denn noch reden? Selten. Also, was meinst du denn? Jay und Silent Bob. Jay und Silent Bob. Haben wir den Trailer dazu da? Das ist ja interessant. Kommt neuer, wusste ich nicht. Ja. Ey, James, nee, wusstest du nicht? Mit Jason Mewes auch. Mhm. Also, ja klar, Jane. Ja, Achtung, hier. Wisst ihr, was ich ein bisschen finde, was ein bisschen schade ist? Warte, jetzt sei ruhig. Son of a bitch doesn't have a dick. He's got a fucking dick. He just got it tucked in. Identify yourselves, motherfuckers! I'm Jay, and this my hetero life mate, Silent Bob! Don't tell me you guys have no idea there's a new comic book movie being made of the old comic book movie. You two are the basis of that old-ass star-studded piece of shit. Der Bescheiße nochmal. Jason Mewes sieht so fertig aus. It's like asshole, too. Your Honor, I object. Er ist aber nur älter. Er ist ja schon 50. Suck balls and asshole. Ja, und hat halt auch einen schweren Entzug hinter sich. Das war ja auch so. Boys, I had a baby. Jay, brace yourself. You're about to meet. Shannon Elizabeth. I think I'm gonna need to see a blood test. No, Jay. This is my daughter, Millennium Falcon. Can you take us to Hollywood with you? Fuck no, man. It's a tough-ass neighborhood. Either you take us to Hollywood, Tochter, or stab you both to death on my own front fucking lawn. And on that note, we Once upon a time in Hollywood. Fuck! I'm glad you guys are smoking back there. I was driving someone about a week ago, and he took a big shit. You have no idea how hard it is to get the smell out of pleather. Yo, methods. Let's do this. Fuck! Yay! It's Jay and Silent Bob. I just found out I have a kid, but I don't know how to be a father. Anybody with cum can be a father, but only love can make you a dad. How you gonna talk about love and you flinging cum all over the place? That shit's unseemly, bro. What do you guys think about this reboot? It sucks. There, I said it. And who's directing this shit anyway? Kevin fucking Smith? Smells like this reboot went up in smoke. Ja, ja, ja. Ich freue mich drauf. Ach, schwierig. Schwierig. Ja, der Trailer ist nicht so geil. Ein paar Rohrkrepierer. Weißt du, was mir auffällt? Kevin Smith ist viel zu agil als Silent Bob. Weil er halt dünn ist mittlerweile. Ja, aber man merkt halt wirklich, dass er einfach nicht Silent Bob sein will, sondern reden möchte. Und diese ganze Gestik und so weiter, die hat er halt vorher einfach nicht so drauf. Also das war halt einfach noch reduziert. Viel simpler, ja. Ja, und jetzt, der Trailer suggeriert mir so ein bisschen, dass es einfach alles eine Spur drüber ist. Warum zieht er gleich die Hose runter und macht den Signature-Move aus Clerks 2? So, das ist so, weiß ich nicht, du schlachtest direkt alles aus, was ich mal geil gemacht habe, anstatt Neues zu machen. Textbook Kevin Smith ist halt Fanservice. Er macht halt eigentlich immer Fanservice. Es ist immer Anspielungen und auf selbstreferenzielle, also immer selbstreferenzieller Kram auf seine Filme. Und ich muss auch sagen, ich habe jetzt nicht wirklich viel gelacht bei dem Trailer und so, aber ich denke mir, ich glaube, ein Teil in mir will den einfach gut finden.
Und ich hoffe einfach, dass da irgendwie auch was ist dabei, wo ich sagen kann, der hat für mich funktioniert. Aber die Zweifel sind angebracht. Er hat auch schon lange nichts Geiles mehr geliefert. Ja, ich finde, bei Sequels ist er nicht so gut. Ja. Clerks 2 fand ich jetzt auch irgendwie nicht so geil. Irgendwie. Clerks 2 wird aber ununterschätzt. Ich fand den schon ganz okay. Na gut, vielleicht muss ich noch mal gucken. Was ich meine ist so, er bringt oft nichts Neues, sondern rehasht den alten. Das kann gut sein, aber bin mir auch skeptisch. Ich bin super skeptisch. Ich finde halt nichts, was in dem Trailer war, in irgendeiner Art und Weise ansprechend. Für mich ist das, ich bin irgendwie bei Dogma bin ich ausgestiegen mit so, das fand ich noch cool. Und selbst Clerks 2 fand ich schon so gezwungen. Und ich finde halt auch, ich mag Kevin Smith so wie der ist, aber ich finde, dass Kevin Smith auch mit zu den überschätzten Persönlichkeiten in diesem ganzen Nerd-Hollywood-Kosmos geht. Jedes Mal sieht man ihn auf YouTube, sieht dann Spider-Man-Trailer und fängt an zu heulen, guckt Endgame, fängt an zu heulen. So dieses Kevin Smith so auf den Podest zu heben, so richtig gut gerissen hat er halt auch nichts. Also klar, Clerks ist geil und alles, was er dann bis dahin kam. Er hat ein paar gute Filme, auf jeden Fall. Es hat Autorenfilme, ne? Er ist halt eher ein Dialogschreiber. Also ich mag ihn so für seine Persönlichkeit, aber ich finde halt auch jetzt, dieser Film muss halt überhaupt nicht sein. Das Einzige, was ich dem zugute halte, ist, dass du Method Man und Redman hast, die alleine nur in einer Szene mehr How High repräsentieren als dieser eklig dumme Trailer für den zweiten Teil, der gemacht wird. Das stimmt. Das ist das einzig Gute an diesem Trailer. Wie heißt der? Little Yachty? Ja, Little Yachty. Also das war cool, aber den Nein, weil Lil Yachty finde ich super als Name. Ja, er wird Lil Yachty geschrieben, ne? Ja. Tut mir leid. Kann ich jetzt noch. Ja. Ey, aber ich sag mal so, wenn das reine Nostalgie-Gewichse wird, ja gut, dann wird das halt dieses Jahr Mein König der Löwen. Also, ich würde auch lieber in den als in Ich freue mich dann über das alles, was ich irgendwie schon am früher Ende, gemacht habe. Am Ende des Tages ist es halt einfach, ist es lustig oder nicht? Und da habe ich so ein bisschen meine Zweifel, dass es einfach so ein bisschen zu sehr gewollt ist und nicht so irgendwie sich aus sich herauskommt und so. Und da kann man schon drüber streiten, ob ich war ja früher mega der Kevin Smith-Fan. Und er hat, glaube ich, einfach seine Stärken haben sich einfach verschoben. Er hat ja auch selber über sich gesagt, er ist nicht der geilste Filmemacher und da hat er auch recht. Er ist halt ein begnadeter Talker einfach. Er ist halt wirklich einer, der ja auch den Podcast im Prinzip mehr oder nicht erfunden hat, aber er hat ja dieses Podcast-Game als erster oder als einer der ersten wirklich in den USA auf ein neues Level gehoben. Und ich finde halt schon, dass er ein super Storyteller ist. Diese Evening with Kevin Smith-Geschichten und so, die sind ja wirklich sehr, sehr gut. Aber als Filmemacher hat er mich schon auch ein bisschen verloren. Und ich hoffe, dass er mich so ein bisschen zurückgewinnt. Aber ich habe auch Zweifel. Ich habe Zweifel, aber ich freue mich einfach, die ganzen Charaktere irgendwie wiederzusehen und hoffe, dass sie irgendwie eingebettet sind in eine unterhaltsame Comedy. Es wird auf jeden Fall ein ziemlich großer Cameo. Das glaube ich auch. So, ja. Ich kann aber auch nur mit Schmunzeln leben. Ich muss nicht jetzt brüllend lachen. Ja. So, ich würde einfach nur, wenn ich gucke und denke, ey, eigentlich geil, die beiden, so, dass die noch irgendwie, dass eine Sache noch gleich ist, sozusagen. Ja, vor allem, wenn es nicht ganz so stromlinienförmig ist zu dem, was man heute so kriegt, sondern einfach so ein bisschen sich davon absetzt. Das wäre ja schon. Das kann ich mir aber gut vorstellen, dass es schon so edgy Sachen Was halt interessant ist, dass er diese Meta-Ebene aufmacht, wo sie selber über Kevin Smith reden. Das ist auf jeden Fall neu. Da bin ich auch gespannt. Ich bin gespannt, ob das funktioniert. Genau. Weil mir, der hört den Shit jetzt auch schon so lange und ich bin sicher, dass er da auch so ein bisschen das eingebaut hat und das mag ich auch. Ich finde halt, sorry, wenn ich das so sagen muss, ich finde, wir haben jetzt vorhin noch darüber geredet, dass so das Franchises irgendwie sich immer wiederholen und selbst wenn sie es jetzt Meta machen und sagen so, ja, wir machen es über diese ganze Reboot-Kultur lustig und so, wenn sie es halt einfach nur platt und scheiße machen, sind sie halt nicht besser als das, worüber sie sich eigentlich lustig machen. Ja, nur weil du erkennst, dass du scheiße machst, genau, und, du nicht und da, nicht die haben scheiße, die haben praktisch noch eine größere Fallhöhe als jemand, der eigentlich das versucht richtig zu machen. Ja. So, wir machen noch einmal kurz Werbung und danach gucken wir noch ein paar Trailer noch und so. Yes, oder? Sir. Ja. Willkommen zurück zu Kino Plus. Und bevor wir großartig rumlabern, was wollen wir gucken? Habt ihr irgendwas? Irgendwas Spezielles? Wollt ihr noch über was reden? Habt ihr noch irgendwie was auf dem Herzen? Ich habe die Comic-Con nicht so verfolgt. Also muss die Marvel-Agenda noch mal ausgepackt werden? Dennis hat die Liste. Ich glaube nicht. Also für mich das Interessanteste, was aus der Comic-Con rausgekommen ist, ist Picard tatsächlich. Ach, steht, haben wir den? Den habe ich nicht gesehen. Das war nur eine Serie, deswegen ist es im Kino-Dings nicht. Nee, können wir nicht zeigen. Okay. Okay. Ja, ist für mich das Coolste. Ich freue mich sehr, eine Serie, die noch mal so von Patrick Stewart irgendwie getragen wird, über die Zeit, dass er alt ist. Was da alles, da habe ich richtig Bock drauf. Ansonsten, ja, vieles, was auf der Comic-Con irgendwie revealed wurde, ist halt auch so schon im Netz gewesen. Der Top Gun war ein Reveal. Die Terminator featured. Walking Dead bekommt noch eine weitere Spin-off-Serie. Warum? Weil es immer noch funktioniert. The Witcher. Doch bitte also, auf, also es ist tatsächlich mehr.
Also gefühlt ist es Serie, Film so aufgeteilt werden. Marvel hat alle Filme vorgestellt. Darf ich mal was zu Witcher sagen? Was findest du? Wie sagst du das genau? Ich kann mir nicht vorstellen, auch nur eine Folge davon zu gucken, ehrlich gesagt. Oh. Also vielleicht werde ich mal reingucken, aber mich turnt alles ab, was ich davon gesehen habe. Ich habe noch gar nichts gesehen, aber ist es so? Aber das kann sein, dass Fans der Bücher und der Serie irgendwie da Bock drauf haben, aber ich habe den Trailer gesehen und ich habe gedacht, Alter, das ist ja wie Herkules, Alter. Oder Karen Sorbo, oder? Xena oder so, das ist ja Vollschmonz. Ich glaube aber, dass die Leute, die die Bücher lesen und das Spiel spielen, dass sie das aus ganz bestimmten Gründen auch echt feiern und dass viele von diesen Gründen da drin sind, dass das so irgendwie anders geschrieben ist. Ich habe es ja nicht mal gesehen. Ich sage nur, ich glaube, das ist nicht unbedingt für den Mainstream, sondern das ist wirklich für die Leute, die das halt feiern, dieses Universum. Das ist so meine Einschätzung. Ey, wenn die Geschichte gut ist, ist mir alles andere egal. Also tatsächlich. Ich habe wahrscheinlich auch nicht das Budget gehabt, nehme ich an, einfach. Ich finde es wirklich geil aussehen zu lassen. Ja. Nach wie vor den. Ich glaube, sieht auch nicht schlecht aus. Ja, vom Look sieht es echt gut aus. Ja, was heißt schlecht? Ich kann es nicht sagen, ob es schlecht aussieht. Mhm. Es sieht schon sehr künstlich aus, finde ich. Ja. Und es ist einfach. Ich habe natürlich schon auch Game of Thrones im Kopf, mit dem ich das unweigerlich vergleiche, ob das gerechtfertigt ist oder nicht, sei jetzt mal dahingestellt, aber. Da sieht man schon einen Qualitätsunterschied, meiner Meinung nach. Aber ich habe auch noch keine einzige Folge geguckt. Ich will das den Stab nicht brechen. Das mache ich nur bei deutschen Filmproduktionen. ich gucke mir vielleicht auch die erste Folge an. Ich sag nur, vom Trailer her turnt's mich überhaupt nicht an. Überhaupt nicht. Ganz im Gegensatz zum Beispiel zu The Irishman. Oh, gute Überleitung. Der neue Scorsese mit De Niro und Pacino und allen. Hier ist der Trailer. Den kenne ich nämlich noch nicht. Ich auch noch nicht. Hello. Ist hier weg. Ich will den Trailer. Das war ein Junge. Talk to him, okay? CGI Robert De Niro. Hello? Joe Pesci. Is that Frank? Yes. Hi, Frank. This is Jimmy Hoffa. Glad to meet you. Glad to meet you too, even if it's over the phone. Our friend speaks very highly of you. Thank you. Only three people in the world have one of these. Die auch beim Alpha-Seminar vom Kollege, oder? I heard you paint houses. Yes, I do, sir. Where are you going? Going to work. Ich finde, auch wenn es ein bisschen nach TV aussieht, du weißt doch schon, wer es gemacht hat. Big business and the government, they're trying to pull us down. You might be demonstrating a failure to show appreciation. I know things they don't know I know. You can't miss the big picture. Sooner or later. Get the gun out of his hand! Everybody put here has a date when he's gonna go. You want to be a part of this fight? Would you like to be a part of this history? Yes, I would. Whatever you need me to do, I'm available. Da ist er jung, oder? Ja. Ich glaube, sie haben ihn da für die Szene. He likes the thought, don't he? Ich auch. Ah, man sieht's leider schon ein bisschen. Man sieht, ich finde, ist mittlerweile so gut geworden. Na, ich finde hier teilweise, also ich mag die ganze Inszenierung davon, ich mag das Gefühl, was diese Scorsese-Vibes, aber dieses Uncanny Valley ist halt gerade in zwei, drei Szenen dort so stark, dass ich gesagt habe, krass. Weil du hast auch, wenn du so einen Robert De Niro hast, der so ein ausdrucksstarkes, altes Gesicht hat, womit du ihn auch irgendwie identifizierst, wenn du den dann irgendwie glatt bügelst und dann hast du so diese glänzenden Augen in der Nahaufnahme noch, das ist irgendwie gut, wer weiß, was bis dahin noch passiert. Ne? Also ich meine, ich kann es nur als Beispiel geben, hast du zufällig diesen Teaser gesehen für diese Amazon-Serie namens Carnival Row mit Orlando Bloom und Cara Delevingne? Da habe ich den Teaser gesehen und hab nur mitbekommen, dass im Netz doch eigentlich oder auf der Comic-Con auch relativ Begeisterung war und konnte nicht ganz nachvollziehen, warum, weil es sah für mich furchtbar aus. Jetzt habe ich die neuen offiziellen Trailer mal gesehen und das ist ein echt himmelweiter Unterschied. So, ja. Also kann sein, dass die halt auch immer noch in einem Prozess sind und das noch feinarbeiten und wegen der Effekten, ja. Also die Frage ist halt auch, die Sache ist halt, die mich auch interessiert, ist, wie spielt sich das aus, ne? Weil du guckst es ja auf Fernsehern, 4K, was vielleicht, wenn du Pech hast, hast du noch dein True Motion eingestellt und bla bla bla. Da fällt es dir erst recht auf. Da fällt es dir dann wahrscheinlich erst recht auf, ja, als wenn du das im Gegensatz zu einer Leinwand, wenn du es vielleicht zum ersten Mal auf der Leinwand siehst und es da nicht so schlimm wäre.
Und das ist halt auch die Frage, wie sie es halt dann inszeniert. Ich fände es halt schade, wenn das am Ende sozusagen einer der Punkte wäre, über die man hauptsächlich streiten muss, wenn der Rest des Films cool ist und Scorsese sozusagen was Geiles mit den Schauspielern macht, aber am Ende niemand wirklich, wo alle sagen, ja, aber der Junge, also so wie du es bei Tarkin halt auch hattest, wo alle dann am Ende dann nur darüber geredet haben, ja, sieht's jetzt cool aus, sieht's nicht gut aus. Ach, ich warte mir mal ab. Ich glaube, wenn das so ein 3-Stunden-Epos ist und dann ist irgendwie eine Minute ein junger Robert De Niro und ansonsten ist das ein episches, geiles, gespieltes Drama, dann denke ich, wird man es dem verzeihen. Also, es ist, wird man sehen. Aber ich bin jetzt nicht abgeneigt. Ich habe zwar nicht so richtig verstanden, worum es geht. Ich auch nicht. Aber also, es geht halt um einen Auftragskiller. Das ist dieser The Irishman, gespielt von Robert De Niro, dem halt auch unter anderem der Mord an Jimmy Hoffa, dem Gewerkschaftsvorsitzenden, nachgesagt wird. So. Und es soll sich wohl über drei Zeitepochen erstrecken, wenn ich das richtig verstanden habe. Und mal gespannt. Ich meine, es ist natürlich der feuchte Traum, den wir damals nach Casino und so weiter alle hatten, ne? Pacino, De Niro, Joe Pesci in einem Film von Martin Scorsese. Aber die Zeit dazwischen, ne? Das waren andere Zeiten. Ja, weil ich weiß. Mir ist eins aufgefallen, klar, ich bin jetzt nicht der mega Kino-Profi. Und ich gucke mir das an und klar, das sieht alles gut aus, sind schöne Bilder und so. Und es ist Scorsese und ich weiß ja auch, wofür das steht und die Schauspieler alle. Aber ich denke mir so, dazwischen ist so viel passiert, zwischen dem, was alle so mega feiern und Irishman. Dass all die anderen aufstrebenden Regisseure, die haben das ja auch alle kopiert, teilweise verändert, verbessert, kann man jetzt dazu stehen, wie man will. Und man hat es aber alles gesehen. Das ist jetzt nicht mehr so aufregend für mich. Ich hoffe, dass du mir jetzt keiner übel nimmst, weil ich weiß natürlich, das ist so ein, ne, so ein da redet keiner schlecht gern drüber, über Scorsese oder so. Und ich bin gespannt, aber mich hat es halt jetzt nicht in keinster Weise berührt. Wenn ich nicht wüsste, dass es Scorsese ist, würde ich stehen auf den, interessiert mich nicht. Ich bin aber kein Fan von realistischen Porträts und so bin ich überhaupt kein Fan von. Jemand mit 12 oder so, der jetzt mit solchen Filmen in Berührung kommt, was du gesagt hast, die Regisseure ziehen sich auch auf Scorsese, auf Coppola und so weiter. Und haben das ja alles, daran nicht verstehen. Haben das ja alles weitergearbeitet. Und die haben halt schon Sachen gesehen, wo sie sagen, ja, ich kenne das schon so, aber wissen vielleicht gar nicht, dass das davon stammt. Und dann kann ich auch da eine gewisse, sag ich mal, ja, ein Desinteresse oder halt eine gewisse Faszinationslosigkeit irgendwie auch nachvollziehen. Haben wir noch was? Komm, hau raus. So schnell es geht. Gib uns was Geiles, Alvin. Was Geiles. Jawoll. Das kenne ich schon. Alle Academy Award Nominees oder Winner. Aber ich habe das noch richtig in Erinnerung, dass sich am Ende des ersten Teils haben sich doch getrennt, oder? Sind doch getrennte Wege gegangen, oder? Nein, die haben sich zusammen auf dem Karneval getroffen, gerettet und dann waren sie zu viert. Nee, aber dann wirklich danach sind sie doch, glaube ich, getrennte Wege gegangen, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Sorry, just you in that chair. I think I would have made a damn fine president. You would have brought a real dignity to the office. You're welcome, America. Welcome to Zombieland. Life is about more than just survival. We were a family. Dysfunctional, sure, but what family isn't? Merry Christmas! What would you like, little girl? I'd really like for you to stop calling me little girl. But do you know what I would like? I don't give a shit what you... It felt so good to be on the move again. Whoa! Oh my God, I'm so sorry. Hi, I'm Columbus. Madison. This is Tallahassee. Hey, Paul Blart. Is this your dad? I forgot the seatbelt rule. Oh, so she knows the rules? I told her just a few of them. 73, and are there more? You're cute. I like it. My sister is gone. She picked up a boy. He's from Berkeley. Berkeley! You don't have weed, do you? Do I look like the type of person that would have weed? I'm sorry. Boom! Yeah! I have nothing against hippies. I just want to beat the shit out of them. We're gonna go get her. We ride it, dog. Start talking. You first. Oh, my name's Tallahassee. Ow. Ja. Ach, geil. Ich freue mich. Apologies, little Elvis. Okay, is it me or does he kind of remind you of... I don't like you at all. I think you double parked. One more. Perpendicular parked. Hope we don't get a... What is going on here? What? Hello, everyone. Am I hallucinating? Das finde ich gut. Das ist lustig.
Ich habe so ein Problem, dass ich habe das Gefühl, der erste ist schon so lange her, dass so dieses da Bock drauf haben hat. Ich müsste den ersten noch mal gucken. Das ist so lange her, dass ich den tatsächlich funktioniert habe. Der erste ist einfach absolut fantastisch. Einer der besten Zombie-Filme straight durch die Bank weg, meiner persönlichen Meinung nach. Weil es gibt nicht so viele, die wirklich viel besser sind, muss ich sagen. Shaun of the Dead? Wie gesagt, es gibt nicht so viele. Ich finde, ja, vor allem, es ist schwierig, weil Moment, das eine ist halt auch wirklich ein realer Zombie-Film und Zombieland ist halt ein bisschen auch eine Komödie. Ne? Das ist halt ein bisschen eine Zombie-Romantik-Komödie. Aber Shaun of the Dead ist auch eine Ach so, Entschuldigung, Shaun of the Dead. Also ich hab jetzt nur Dawn of the Dead im Orga. Shaun of the Dead ist auch gut. Aber ich finde den jetzt nicht besser, muss ich ehrlich sagen. Ich finde Shaun of the Dead nicht besser als Zombieland. Du schaust die ganze Zeit so an. Das eine ist London, das andere ist USA. Das eine geht's um Pub. Das andere, bei dem einen sind die Zombies eben keine Gefahr. Bei Zombieland schon ein bisschen mehr, aber auch nicht richtig. Jedem Zombie-Tierchen sein Pläsierchen. Findest du nicht gut? Zombieland? Nein, den Trailer jetzt? Nö. Also, okay. Ich müsste den erstmal nochmal gucken. Ich habe auch das Gefühl, dass ich den eigentlich alles das wundert mich jetzt. Nein, also was heißt, also es ist nicht so, dass ich sage, dieser Trailer ist schlecht. Ah, okay. Ja, sondern es ist einfach, ich fand den ersten Zombieland schon doch überschätzt. Der hat mir die ersten 10, 15 Minuten Spaß gemacht. Und danach dröppelt der so langsam vor sich hin. Und als Bill Murray kam, fandst du es nicht gut? Nö. Also, was macht Bill Murray? Er macht Bill Murray. Bill Murray steht in der typischen Bill Murray-Fresse in der Ecke und wird dann über den Haufen geknallt. Spoiler, tut mir leid. Aber spoilert er auch noch. Ja, was denn? Zombieland ist wie lange her? Was denn? Fandst du Zombieland so gut? Nicht lang genug. Nee. Also, ich bin der Einzige, der Zombieland gut fand. Nein, nicht ich cool. Hab nicht, ey, das also, ist kein schlechter Film, aber der ist nett. Keine schlechte Erinnerung an den Film. Drei Sterne. Drei Sterne. Und wie vielen? Fünf. Würde ich auch sagen. Nee, vier. Okay. Fünf nicht, nein. Aber drei auch nicht. Aber Simon, ist doch schön, wenn du dich freust, dann freue ich mich mit dir. Ich finde es gut, dass es so Filme gibt. Ich sage nicht, dass der gut ist, aber ich muss sagen, da freue ich mich irgendwie drauf, den zu sehen. Ich mag Zombies immer und ich mag es vor allem, wenn Zombies nicht so ernst genommen werden. Und ich mag Woody Harrelson sehr. Und eigentlich alle in dieser, ich mag die alle. Ja. Ich gucke die mir alle gerne an. Super. Wir müssen es leider Schluss machen. Schade. Ja. In diesem Sinne, vielen Dank, Freunde. Und euch vielen Dank da draußen fürs Einschalten. Kann es sein, dass wir bald auf Tinseltown zu sehen sind? Sollten wir das nochmal erwähnen? Kann es sein? Kann sein. Ja, also falls ihr Bock habt, wir werden auf Tinseltown, unserem freundlichen Co-Format von unseren Freunden David Hein und so weiter, da werden wir auch kurz zugegen sein. Ich glaube, da sollten wir noch einmal darauf hinweisen. Ja, check das ab. Da sind wir mit, wie heißt denn diese? Irgendwie so. Irgendwie so. Ich glaube, als erstes jetzt zu Fast and the Furious auf Tinseltown. Heute um 16 Uhr? Heute? Das kann gar nicht sein. Ab heute gibt es auf Tinseltown zu sehen. Genau. Seit heute, muss man dann sagen. Seit heute, genau. Da hätte ich aber auch mitmachen können. Ich habe keinen Fast and the Furious gesehen. Ich hätte gut mitmachen können. Und ansonsten, ja, geht ins Kino, schaut Serien, schaut RBTV. Lasst ein Abo da. Lasst ein Abo da. Vielleicht sehen wir uns auch am Wochenende mit irgendeiner anderen Geschichte. Am Freitag ist doch noch was Schönes, ne? Am Freitag ist doch Dosenbeats, glaube ich. Und Elias stellt seine Made in Japan-Doku vor, ne? Außerdem ist Pen and Paper. Pen and Paper. Und am Samstag ist Simon Samstag. Simon Samstag, siehst du. Also, Freunde. Ihr seid alle das Wochenende ist gerettet. Und ansonsten sehen wir uns nächste Woche wieder. Tschüss, macht's gut. Diese Sendung kannst du als Video schauen und als Podcast hören. Mehr Infos unter rbtv.to/kinoplus.